Und ich bin bereit. Hallo. Hallo, ihr Zaubermäuse. Da sind wir. Da sind wir, Reini. Da sind wir. Ja. Du hast es aber schön gemacht in deiner Wohnung. Es sieht ja schick aus. Ja, ist gemütlich hier. Habe ich häufiger. Ist gemütlich. Also, ja, ist schön. Ist das hier da, wo du immer junge Damen empfängst oder Seniorinnen? Ja, hier ist immer das Vorsprechen für die Podcast-Intros. Das ist das Vorsprechen. Also ja. ich lasse hier Menschen wenigstens an meinem echten Leben teilhaben. Das hier ist mein Arbeitszimmer. Ja, das habe ich du machst von, das durch von mehreren Interior-Designern einrichten lassen. Ja, und man erkennt nichts, weil du so einen Rotz von Kamera hast. Das ist ein einziger Pixelpreis. Dazu noch in Köln wahrscheinlich eine Internetleitung, wo die Bits einzeln durchgetrommelt werden. Also ich möchte kurz darauf hinweisen, dass du das allerdümmste Schwein aller Zeiten bist. Wir labern gerade, ich sag Reini, übrigens, ich kann diesen Stream, den du mir darüber schickst, überhaupt nicht lesen, Reinhard. Was ja, für eine Auflösung soll das sein? Den musst du nicht lesen können, das ist nur für die. Also, kurz zum Setup, kleine Sache. Der Herr Bielendorfer bekommt von mir. Arschloch. Sprich weiter, ich höre dir zu. Weißt du, was das Schöne ist? Ich kann dich einfach stumm schalten, wenn ich keinen Bock mehr habe. Das versuchst du seit 2,5 Jahren, du Schwanz. So. Fort, komm, erzähl. Okay, der Herr Bielendorfer sieht von mir nicht meine Kamera, sondern nur das, was ihr seht. Also er sieht den Stream, das, was gerade läuft. Und der Herr Bielendorfer hat gerade versucht, ungefähr, also wie es seine professionelle Art ist, 10 Minuten bevor der Stream anfängt, ja, lass mal Spiele gucken. Okay, wir brauchen das und das. Eine Liste von 20 Spielen, nichts davon bisher gespielt und mal ausprobiert. Das heißt, ihr könnt uns gleich dabei zugucken, wie wir hochprofessionell Spiele... Ja, du hast nein, du hast sie nicht gespielt, du Vollpfosten. Reinhard. Ja, ist doch völlig egal, aber ich hab sie wenigstens. Du hast sie noch nicht mal. Dann habe ich dir eben Orcs Must Die 2 gekauft, damit wir das zusammenspielen können. Und du blöder Pimmelhannes hast auch das wieder nicht hingekriegt. Oh, ich könnte kotzen im Fort, wirklich. So, ich muss hier gerade, warte mal, ich versuche die Kommentare mitzulesen auf meinem Handy, damit ich zumindest... Auf deinem Handy? Hast du keinen zweiten Monitor? Du hast doch, aber ich kann das doch nicht gucken hier. Ach so, dann muss ich hier einen anderen Bildschirm nehmen oder was? Aber du bist übrigens, das kann ich zumindest in der verpixelten Ansicht sehen, wirklich ganz schön fett geworden, Bursche. Also wenn du die Käppi aufnimmst, dann siehst du einfach aus wie ein 1A Kürbis. Diese Käppi habe ich auch, weil meine Haare zu lang sind und die mal wieder geschoren werden müssten. Als wenn die noch nachwachsen würden. Reinhard, wie finde ich denn dich jetzt bei, warte mal, Remfort, finde ich dich hier? Bei Twitch, ah, da, 850 Menschen gucken sich das an. Erstaunlich. Ich bin auch erstaunt. Das... Oh Mist, ich höre mich selber. Jetzt höre ich dich dreifach, kann ich dir ja, super, mach doch irgendwo den Ton aus, du Vollpfosten. Ah, weißt du, wisst ihr, das Setup ist gerade so, ich habe hier OBS laufen mit OBS Ninja mit 5 verschiedenen Monitoren, wo Audio- und Videosignale ankommen und der Bielendorfer hat einen Link, auf den er klicken musste, um seine Kamera auszuwählen und trotzdem kriegt er nicht hin. Ich bin nicht bereit, mich hier von dir vor den Menschen kritisieren zu lassen, da möchte ich mal drauf hinweisen. Möchtest du uns deine Frisur mal zeigen, Reinhard? Warte mal. Das Schlimmste sind hier so abstehende Haare. Alter, du siehst aus wie einer, der den Kongress gestürmt ist. Wirklich, du siehst aus wie... Ja, ist geil, ne? Du siehst aus wie der Superschamane, der gerade irgendwie in das Kongressgebäude reingelaufen ist. Das war ein schöner Tag gestern. Es hat sich angefühlt, als wenn man bei so einer ganz Live-Version von The Walking Dead dabei wäre. Ah, Reinhard, da steht Bildton asynchron. Ja, Bildton asynchron. Das tut mir auch sehr leid, kann ich gerade nicht ändern, ist mir alles egal. So. Was hast du denn da jetzt wieder falsch gemacht eigentlich? Weiß ich nicht. Vielleicht kannst du, Technikass, du dummes Arschloch, mir das ja mal erklären. Damit ich das nächste Mal besser mache. Ja. Seien wir mal ganz ehrlich, du hast den ganzen Tag nichts zu tun, außer dir in deinem kleinen Lolli rumzuspielen. Aber warte mal, ich hab hier, Moment, ich habe hier noch einen Knopf mit einer Sonderfunktion. Das steht auf meinem Tisch. Sehr schön. Das steht auf meinem Tisch, Reinhard. Immer wenn ich einen Leichtharten habe, dann gucke ich da drauf und weg ist es schon wieder. Ah. Dieses Bild musste ich letztens meinem Vater erklären. Es war nicht einfach.
Ich lese mit, das ist ja toll, was Ja, die da so schreibt, reden. da schreibt jemand super Tonqualität beim Basti. Ja, das ist dieses, weißt du, ne, ich hab ihm mal ein 300-Euro-Mikro geschenkt. Er hat ein 200-Euro-Mikro von 1Live zu Hause. Und was benutzt er? Er benutzt dieses Ding, was klingt wie so ein, ne? Also, das Schöne ist, du Ich klingst bin jetzt ganz genauso, wie ehrlich, du aussiehst. Scheiße. ich lasse mich von dir nicht beschimpfen. Das kränkt mich, das tut mir im Herzchen weh. Ja. Warum läuft es eigentlich links und rechts mit? Das ist ja toll, dass es synchron ist. Bei mir ist es synchron, alles top, ja, Ja, lass es. bei dir ist es synchron, weil du nichts machen musstest, du Vollpfosten. Und du übersteuerst. Ja, Jetzt noch den das hat sich geändert. Jetzt könnt mir alle mal. So, wir sind nicht zum Reden Össer. hier, wir sind zum Spielen hier eigentlich. Unfassbar, das gucken sich echt 950 Menschen an. Ihr seid doch Reini, wollen wir nicht kurz über den gestrigen Tag reden? Ja, Gestern das können wir auch. Sehr gerne. für mich war gestern fast so schön wie bei der Wahl damals. Da war so richtig gute Laune irgendwie. Mich hat das gestern ganz, ganz hart an 9/11 erinnert, weil ich habe mit meiner Frau abends auf der Couch gesessen und es kam irgendwie, sie hat auf Twitter gelesen, dass irgendwie so, da ist irgendwas ne, in Amiland passiert und wir haben gedacht, so, ja, komm, machen wir mal CNN an. Und wir haben die ganze Zeit die Live-Berichterstattung von CNN geguckt, haben zwischendurch dann irgendwann umgeschaltet auf Phoenix und irgendwann ganz schnell wieder zurückgeschaltet, weil die Schnarchnasen von Moderatoren bei Phoenix so scheiße waren, dass wir Boah, uns, fürchterlich, ne? Der ey, gar nicht, Phoenix-Heini war boah, gar unerträglich. nicht, ey, Haben den ganz, ganz aus dem schlimm. Seniorenheim geholt, so ein Typ, der hat immer die gleiche Phrase benutzt, immer und immer wieder. Ja, das geht Hand in Hand, das geht Hand in Hand. Ich dachte so, Eva, hat der Bedienungsfehler? Was stimmt denn mit dem nicht? Ging gar Also, nicht, war einfach nur ich ätzend. erwarte von Fernsehmoderatoren, dass wenn eine Ausnahmesituation eintritt, sie in der Lage sind, die so weit zu verwalten, dass ich mir das als Zuschauer anhören kann, ohne mir den Ton ausmachen zu müssen, weil ich sonst einen Brechreiz kriege. Ich fand es auch richtig schlecht. Reini, soll ich mal mehr Licht anmachen? Bin ich dann weniger pixelig? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, deine Kamera ist einfach nur scheiße. Ich habe noch eine Reiner, zweite hier rumliegen. Soll ich dir die mal schicken? Du musst. Da das ist eine ist so ein. Da. 200-Euro-Kamera. Ernsthaft? Wirklich? Da haben sie dich aber Wirklich? ordentlich über den Tisch gezogen. Nein, Brainpool hat das bezahlt. Ich bin Ja. sofort wieder da. Guck mal, was ich heute anhab. Schau Ja. mal hier. Er hat eine Hose an. Herzlichen Glückwunsch. Die hat meine Frau mir geschenkt. Das war ganz fein. Das ist Lammwolle. Ist der Lammwolle. 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 Ey, ihr glaubt gar nicht, wie fettig einer das macht mit dem Bielendorfer. Ansprüche bis unters Kinn, ne? Aber nix gemacht, nix. Bin ich jetzt schärfer? Ja, ne? Lass Ist mich das besser, sagen, ne? was deine Frau immer sagt. Ja. Das macht keinen Unterschied mehr. Es ist schon sehr hell, jetzt irgendwie ist es auch unangenehm für mich Ja, jetzt. irgendwie, vielleicht, also ich habe ja noch die dumpfe Vermutung, dass eventuell deine Kamera einfach scheiße eingestellt ist. Wie kann Also, die denn scheiße? Da ist nichts, was man verändern kann, Reinhard. ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Das ist Ahnung. auch total Boah, das unangenehm, ist dass ich so da jetzt ein so Desaster. direkt reinschaue. Weißt du, das ist so ein Desaster. Weißt du, gerade noch irgendwie versucht, Quake Live zum Laufen zu bringen und ein Match zu machen, ne? Und die ganze Zeit, nein, das können wir nicht machen, wenn der Stream läuft. Nein, das muss vorher laufen, das muss vor dem Stream laufen. Und jetzt sitzt der Bielendorfer da, meine Kamera ist aber irgendwie pixelig und ich weiß nicht, was ich da einstellen soll. Ja, was kann ich denn? Alter, Kann ich bist da du. was einstellen? Kann ich da im Programm was einstellen, Ich Remfort? habe, nein, ich, was weiß ich, ich habe keine Ahnung. Mich stört es gerade schon, dass, weil ich gerade deinen ganzen Scheiß eingestellt habe, mein Bild und mein Oh, ich Ton habe gerade auf asynchron High sind. Quality gekippt. Jetzt, ich habe hier auf High Quality getippt. Jetzt ist besser, oder? Ja, nein. Oh, doch, Ist vielleicht ein nicht? Ticken. Ein Ticken. Ja, doch, ist ein bisschen besser. Ja. Aber Aber ich mache die Lampe wieder aus, weil ehrlich gesagt ist mir das zu hell. Das ist anstrengend. So, warte mal. ich kann dazu nichts sagen. Ich kann dazu einfach nur nichts sagen. Oh. Reini, ich komme mir vor wie diese unmotivierten Webcam-Sex-Girls. Ein bisschen. So, warte mal. Ach, toll. Nabbelnd. So, Reini, dann wollen wir mal loslegen. Wo fangen wir denn an? Wo fangen wir an? Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir fangen an mit einer entspannten kleinen Runde Golf. Wir spielen Minigolf. Golf with your friends. Das hast du selber vorgeschlagen und das spielen wir jetzt. Das habe ich vorgeschlagen, weil mir das jemand bei Twitter geschrieben hat und weil ich ja doof bin. Und weil du So, es nicht selber vorher nochmal überprüft hast, ob das denn gut ist oder nicht.
Reinhard, hör zu. So. Ich habe dir eben vorgeschlagen, lass uns bitte zusammen irgendwas spielen. Und du hast, ich kann ja nichts dafür, dass deine Steam-Bibliothek ausschließlich aus so Manga-Ficky-Ficky-Spielen besteht. Vielen Dank, steht da Felix. Weil uns Felix Geld gespendet hat, netterweise. Wo hat er uns denn Geld gespendet? Alter, du bist... Hä? Erstens, der Mann heißt Felix Neger und hat uns gerade Geld gespendet. Du hast doch da links neben dir einen Kleiderschrank, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, bitte. Mach mal die Tür auf und guck mal, ob da noch ein Strickpulli drin ist. Wenn ja, zieh den bitte an. Warum? Habe ich nicht verstanden. Ja, ist egal. Warum? Ich soll mir einen Strick nehmen oder ich soll mir einen Strickpulli anziehen? Du sollst den Strickpulli anziehen. Was hast du? Ich hab doch einen Pulli an. Was ist denn mit meinem Pulli jetzt wieder nicht in Ordnung? So, ich mach mal kurz den Sound vom Spiel ein bisschen leiser. Aber Reinhard? Ja? Hat da gerade jemand 10 Euro bezahlt, um sich diese Scheiße hier anzugucken? Nein, nicht um, sondern als Wertschätzung. Da hat jemand als Wertschätzung 10 Euro in den Hut geworfen. Das ist aber nett. Ne? Das ist aber nett. Ich wusste gar nicht, dass das geht, Reinhard. Ja doch, das geht. Da ist unten drunter so ein kleiner Button-Tipp. So. Ach, was ist denn mit euch da? Wie, wir haben nur einen Tipp bisher bekommen? Soll ich einen Nippel zeigen? Dann will der sein Geld zurückhaben. Kann man das zurückfordern? Oh nein, Bierdorf, ich drohe euch jetzt damit, dass ich meinen Oberkörper frei mache. Wenn in 2 Minuten nicht 500 Euro zusammengekommen sind, zeige ich meinen Pimmel. Vorsicht. Bitte. Oh Gott. Hat auch noch nie einer gemacht. Damit gedroht sein. Der Stream ist markiert als Erwachseneninhalt. Ich bin immer wieder froh, dass ich das gemacht habe. Ach, Reini, ich habe dir doch heute die Mail geschickt, die mir jemand geschrieben hat. Welche? Weißt du? Der besorgte Vater. Da ging es nicht um unseren Podcast, es war trotzdem lustig. Ich überleg, ja. Der sich Sorgen gemacht hat, weil du in weil du in Bratwurst und Baklava das Wort, was war es nochmal? Was hast du benutzt? Nazi, das Nazi-Wort benutzt hast und ich dir vorgeschlagen habe. Aber du hast jetzt den Gag zerstört, Reinhard. Warum? Ja, weil ich wollte das doch jetzt vorlesen, dann erst auflösen. Achso, ja. Lese euch das mal vor, das habe ich heute wirklich bekommen. Bitte, also, bitte. Also, guten Abend, Herr Bielsendorfer. Mein Sohn, 10 Jahre alt, hat letztens auf Spotify ihren Podcast Bratwurst und Baklava mit Özcan Kosa reingehört. Das ist ja auch nicht weiter schlimm, Grinsesternchen. Allerdings hat er in dieser Folge das N-Wort aufgeschnappt und benutzt es nun in den Anrufen mit seinen Freunden, was ich schon mal nicht gut finde. Ich hoffe, dass er dieses schlimme Wort nicht in der Schule oder im Online-Unterricht verwendet. Möglicherweise haben Sie meine Bitte schon definieren können. Das ist inhaltlich falsch, weil ich kann ja nicht definieren, was seine Bitte ist. Bei dieser handelt es sich darum, dass Sie ausschließlich jugendfreie Begriffe verwenden, sodass mein Sohn weiterhin Ihren Podcast lauschen kann. Und jetzt denkt er, oh, das ist ganz schön dämlich. Eine Stunde. Hallo, ich bin es nochmal. Da ich hier bei Instagram einsehen kann, ob Sie die vorige Nachricht gelesen haben, finde ich es sehr inakzeptabel, dass Sie keine Reaktion zeigen. Falls ich von Ihnen keine Bestätigung zur Besserung erhalten werde, muss ich meinem Sohn leider den Podcast komplett verbieten. Obwohl er diesen zuvor gerne gehört hat. Bitte sagen Sie nie wieder Nazi. Das ist immerhin öffentlich-rechtlich, ne? Also die haben auch herzlich gelacht, weil ich habe die ganze Zeit nur mal gedacht, er würde über das böse Wort, über Dunkelhäute Afroamerikaner sprechen. Also Afroamerikaner. Aber das habe ich tatsächlich auch gedacht, als du mir das geschickt hast. Und ich habe dir ja vorgeschlagen, wenn er nicht möchte, dass sein Sohn irgendwie Schimpfworte hört und einen gediegenen, ordentlichen Podcast, dann sollst du ihm AAA empfehlen. Wie ich im letzten Podcast sagte, der Podcast, wo du mit der Herrn Dr. Remford über die Welt redest. Genau. Ich überlege auch, ob ich ihm vielleicht Corona-Häppchen 16 zurückschicke. Da wird er bestimmt eine Menge Freude dran haben. Die kann ich. Ich habe ohne Scheiß, war mega unangenehm, Reini. Ich saß letztens im Auto mit meinem Vater und meiner Schwiegermutter. Ja. Und
Dann irgendwie kam mein Vater auf die Idee, mach doch mal dieses mit dem Reinhard Remford an, dem schlecht gelaunt. Ich so, ja Papa, mach ich an. Ich einfach blind in irgendeine Folge getippt, blind, einfach nur so in die Mitte der Folge gesprungen. Das erste, was man hört, ist, ich habe einen großen Schwanz. Ja, ist das, das erste, was ich gesagt habe. Und du redest es dann einfach über deinen grobadrigen Bestrafer und dass sie ihn falten muss und so. Und meine Schwiegermutter hinten das gesamte Gesicht einfach nur so. Und mein Vater neben mir. Und damit verdienst du dein Geld. Ich sage, naja, im weitesten Sinne kann man das so sehen. Ja, es war auf jeden Fall ein grandioser Moment. Das ist auch immer so, meine ehemalige Chefin an der Hochschule, die hat ja auch mit den anderen Podcasts, den ich mache, also Minkorrekt, hin und wieder mal gehört. Da geht es ja um Wissenschaft und so. Und immer, wenn die mir dann morgens mal beim Kaffee sagte, so hier, ich habe deine neue Folge gehört, musste ich mal fragen, welche? Also, das hier ist der Podcast, für den man sich vor seinen Kindern schämt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist, ja, das, irgendwann hat sie auch mal in unseren Podcast reingehört und meinte so, da waren auch ihre Kinder in der Nähe und sie hat den ganz schnell wieder ausgemacht. Vielen Dank übrigens an die ganzen Leute, die gerade uns schon was in den Hut geworfen haben. Ich wollte es nicht vorlesen, weil ich den Herrn Bielendorfer in seiner langen Erzählung nicht unterbrechen wollte. Wir haben also Leute schon, wo kann man das denn sehen, Reinhard? Ich sehe das in meiner Streaming-Software links, dass zum Beispiel Olf667 zuletzt uns ein Zwanni in den Hut geworfen hat, was sehr, sehr lieb ist. Ach, dickes Ei. Und du können siehst wir ja das fast schon deine Haferpflanzung bezahlen. Du siehst das eigentlich, ich habe das nicht nötig, weil ich stehe zu meinem Körper, wie ich bin, weil egal, 111 Kilo, du fettes Schwein. 107,8. Was, warst du kacken heute? Du hattest ja gestern richtig. Noch 111. Richtig. Nee, das war nicht gestern. Das war Anfang der Woche oder letzte Woche, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall weniger geworden und ich sag nur, 21 in 21. Und ich, also, ich akzeptiere meinen Körper, wie er ist, weil er ist wundervoll. Ja, ja. Soll ich euch mal, ich und selbst, euch jetzt mal... Ich sag mal so, selbst wenn ich fett bin, dich ziehe ich immer noch ab und das ist das Schöne daran. Ohne Scheiß, die 10 Kilometer hast du nur geschafft, weil Sonka mit einem Subway-Sandwich auf dem Fahrrad von dir hergefahren ist und dir das immer so leicht in den Mund gerammt hat. Übrigens, das Allergeilste, das, was ihr leider nicht sehen dürft, weil das ja Reinhards Privatsphäre ist, er sitzt vor einem Greenscreen, das ist kein Scherz. Wenn er, dieses, er kann das wirklich wahr, er hat das eben gemacht, ich habe Tränen gelacht. Dann kann er das wie so ein Vorhang einfach hoch und runter ziehen, dahinter sitzt Sonka und spielt Overwatch. In so einem total unaufgeräumten Kackzimmer. Reini, ich bin wenigstens real, verstehst du das hier? Guido Maria Kretschmer hat dieses Zimmer eingerichtet. Ich habe das zusammen mit Gerd, wie heißt nochmal der Wedding Planner? Frank. Das sieht jetzt wie Unordnung aus, aber Marie Kondo hat das alles mit einem Chakra eingeweiht. Das ist alles total absichtlich so. Das sind übrigens das sind die Schmetterlinge, die mein Opa gesammelt hat. Die habe ich aufbewahrt, also weil mein Opa so ein guter Typ war. Das hast du bei uns, bei einem unserer letzten Streams vor, ich glaube, es ist ein halbes Jahr her, erzählt. Es ist wirklich ein fucking halbes Jahr her, dass wir das letzte Mal gestreamt haben und da noch mit komplett anderem Kram. Aber für und dich macht es keinen Unterschied. Und jetzt läuft es aber richtig jetzt gut. Läuft's läuft ab. Richtig also gut. Mich kotzt tatsächlich gerade an, dass mein Videosignal da asynchron ankommt bei der Scheiße, weil ich mich um deinen Fuck-Mist gekümmert habe. Reini, du bist einfach so ein nutzloses Stück Scheiße. Reinhard, hör auf, immer so böse Fäkalbegriffe gegenüber mir zu benutzen. Mein Vater schaut nämlich auch zu. Der wirft gleich auch nochmal 5 Euro in den... Nein, natürlich nicht. Warum? Mein Vater weiß nicht, was Twitch ist. Ich musste ihm gestern Arte in SD auf seinem blöden, komischen Kofferfernseher installieren. Also es ist auf jeden Fall... Das ist... mein Vater wurde ganz nervös, weil... am Wochenende das Fernsehen ausgefallen war und er konnte nicht die Rosenheim-Cops gucken. Und ich sage so, Papa, du hast einen attestierten IQ von 145, warum guckst du die Rosenheim-Cops? Und er sagt, das ist wie Kaugummi fürs Gehirn, das ist wie in Zoo gehen, man guckt Doofen beim Doofsein zu. Ich denke so, ey, es ist so, und jetzt denk nochmal über unsere unsere Follower nach. Jetzt ja. 1109 schon. Mein Gott, ihr seid so süß, ne? Ich weiß auch nicht, was Twitch ist. Du hast recht, Zanna Lea oder wie man nur heißt. Erstmal, wir richten erstmal ein, Reinhard, wir haben warte überhaupt mal, wenn, noch nicht richtig Hallo gesagt. Ja, hallo, während, schön, dass ihr während, alle da seid. Während du redest, lege ich mal kurz ein Delay auf meine Tonspur und guck mal, ob das ein bisschen hilft. Machen wir mal 10 Millisekunden drauf, gucken mal. Ach, 10 Millisekunden, Reinhard, bei mir sieht das aus. So.
Du winkst gerade das erste Mal. Also bei mir ist ungefähr eine Verzögerung von 3 Minuten drauf. Ja, ist gerade kacke, keine Ahnung. Kommt, glaube ich. Das waren 2,5 Sekunden zwischen. Mach mal eine Delay von 2 Sekunden, dann kommt's hin. Ich glaube, so viel kriegt OBS nicht mal hin. Nee, das liegt auch nicht daran. Das liegt tatsächlich gerade eher an der Kamerasoftware, die ich benutzen muss. Aber ist egal, red ruhig weiter. Ich bastel hier in der Zeit. Okay, wir spielen jetzt Golf with Your... Wie, was soll ich denn weiterreden? Wir spielen doch jetzt ich weiß Golf... Nicht. Ja, ich habe das noch nie gespielt, Reinhard. Wie spielen wir das? Beste Region finden will ich ja nicht. Offline, online. Jetzt nicht wieder irgendwas, was... Wo kann man denn hier aussuchen, mit wem man das spielt? Das ist super, dass wir sowas online. Nicht vorbereiten. Online, man... Schnelles Spiel. Hosten, da bin ich. Hosten. Maximale Spieler 2, wir beide, öffentlich, nur Freunde. So, jetzt geht's ab. Da, jetzt lade ich dich noch ein. Boah, schön. Hast du gekriegt? So, gucken, ist hier irgendwo was drin? Wie heißt es beim Spiel Goldmobile? Warte mal, was ist das? Aha. Spiel starten. So, da bist du. Wir spielen klassisch im Wald. Die beiden Oberkeksmixer, was herzlichen Glückwunsch. Klassisch im Wald. Ja, komm, von mir aus. Aber das sieht so aus, als wenn das so der absolute Anfängershit dann wäre, ne? Weiß ich nicht, du. Also, ja, komm, wir machen das. Erstmal den ersten, so. Okay. Es gibt übrigens auch einen Party-Modus. Party-Modus bei Golf, ich bin total heiß. Warum so. Nicht? Spielen wir. So. Ich bin schon drin. Ich bin, ja, spielen ich auch. Wir gleichzeitig, oder was? Weiß ich nicht. Ah, da, ja, tatsächlich. Das ist ja ein bisschen blöd. Ich dachte, man spielt nacheinander. Scheiße. Verdammt. Ja, Bogey. Oh, fuck, ich bin wieder ganz am Anfang. Wie, du bist wieder am Anfang? Jetzt muss ich warten, bis du blöder Sack eingelocht hast. Mein Gott, Trentford, was ist denn los mit dir? Okay. Die Maus wieder mit Pimmel oder was? Ist nicht ganz mein Spiel. 2 über Paar. Wie warst du? Du hast nur einen Schlag weniger gebraucht, du Großmaul. So. Lass ja erstmal lang. Ich verstehe das gar nicht. Ich kann deinen Ball überhaupt nicht. Doch, da ist er ja. Ach, süß. Hole in one? Hole in one? Das erste Mal Pisser. In meinem Leben. So, komm. Auch die Mucke dazu. Was ist denn, also Reini, das wurde uns als besonders unterhaltsam empfohlen. Bisher ist es doch einfach Minigolf, oder? Ja, bis jetzt geht. Oh, scheiße, ich bin im Wald gelandet. So. Schauen wir mal. Oh, nein, komm, geh rein. Ach, fuck it. Hast du der Bielendorfer schon Johnny Sins aka Inferno Bass? Es ist unfassbar, 1100 Menschen schauen uns dabei wie wir Minigolf spielen. Ja, komm. Ja, komm, wir machen gleich noch was mit ein bisschen mehr Action. Double Boogie. Ein bisschen mehr Action, Alter. Und mit ein bisschen mehr Action. Also, das langweiligste Spiel aller Zeiten, aber hey. Oh, guck mal. Erdkartoffel hat gerade was sehr Richtiges in den Chat geschrieben. Und zwar, du brauchst einen eigenen Stream. Das heißt, du müsstest dir, ich erkläre dir mal OBS, dann kannst du das aufsetzen, dann kannst du deinen eigenen Channel machen. Und wenn wir beide oft genug gestreamt haben, können wir so einen Squad-Mode machen, dass man beide Streams sich angucken kann, gleichzeitig. Aber man sieht doch, ach, sieht man jetzt nur du, was du gerade machst? Ja, und das, was du halt auf, also wenn du mal in meinem Blickfeld bist. Übrigens, Hole in One, Pisser. Willst du mich verarschen jetzt? Man sieht gar nicht, was ich hier die ganze Zeit mache? Solange du in meinem Sichtfeld bist, sieht man dich. Aber das war doch letztes Mal anders, Reinhard. Was heißt, das war letztes Mal anders? Ja, bei Quake hat man doch nicht nur dich gesehen, oder? Doch, das war beim letzten Mal auch so. Warum spiele ich das denn jetzt hier überhaupt? Bei mir sieht doch überhaupt nicht, was ich mache. Challenge. Willst du mich verarschen? Es ist die Challenge. Was für eine Challenge, Reinhard? Wir haben doch gesagt, wir... Och, scheiße, da war ein Graben. Hast du den Graben auch nicht gesehen? Nein. Scheiße, schon wieder. Aber das ist doch witzlos, dass man gar nicht sieht, was ich... Fuck. Scheiße. Ah, wieder. Das läuft aber nicht so gut. Fuck.
Fuck, fuck, fuck. So, du mal. Da finde ich aber jetzt ein bisschen enttäuschend, dass man gar nicht sieht, was ich tue. Wie gesagt, dafür müsstest du dich ein bisschen mit um die Technik kümmern. Die trifft das Loch nicht. Ach, fuck, du hast gesagt, du übernimmst das alles. Du hast gesagt, ich bin jetzt. Ja, ja, du hast gesagt, und, ich muss und mich steht, nur ins gemachte steht, Bett steht, legen. Steht der Stream? Der Stream steht. Die wichtigen Sachen ja, kann man sehen. Rein, wobei man sieht als immer noch dein Gesicht. Steht, aber man sieht doch nicht, wie ich spiele. Das ist doch total bescheuert. Reini, da müssen wir aber gleich irgendwas spielen, wo man auch uns beide gleichzeitig sieht. So Street Fighter oder so, oder? All in one. Rainer, das ist das witzloseste Zwei-Personen-Spiel, was ich je gesehen habe. Das ist totale Scheiße. Also doch, jetzt kann ich dir zuschauen, weil ich früher fertig bin als du. Jetzt sehe ich, was du hier rumstümpelst. Das ist scheiße mit dieser Biegung da. Ja, oh, die Biegung. Du musst übrigens da hoch. Ne? Also, da hoch. Oder? Ah nee, du musst da unten hin. Da. Gott. Ja, saudämliches Arschloch. Du bist nochmal vielen, vielen Dank an die ganzen Leute, die uns was in den Hut geworfen haben. Hör mal mit deinem Hut geworfen an, du jonglierst nicht an der Bushaltestelle, die verweisen uns Kohle, so simpel es ist fühlt, es fühlt sich aber genauso, es fühlt sich genauso an. Also, ich würde mich wohler fühlen, wenn ich an der Fußgängerampel jonglieren würde, als diese Scheiße hier, was ist das für eine Rotze? Du hast überhaupt nicht gesagt, dass man nicht sieht, was ich mache, Reini. Wo ist denn jetzt, wo muss ich denn überhaupt hinschießen? Warte mal. Oh. Warte mal, hier kann man doch auf freie. Ich muss hier rüber, oder was? Ah, da oben so, muss man das, hin. Okay. Ach, das ist ein anderes da Loch. Oben, ach so, ja. Oh. Das Gespräch im Staatsmobil Bielendorf. Oh, das ist ein anderes Loch. Ich hab dir doch von meinem ersten Mal erzählt, oder? Bist du da über die Seite gegangen? Oh, scheiße, ich hab wieder. Fuck. Das läuft nicht so richtig gut. So. Du bist einfach nur ein Stümmel. Scheiße. Das liegt. Reinhard, jetzt habe ich Druck. Jetzt hör doch mal auf. Oh, Potzenpeter, ey, wirklich. Gleich ist die Zeit rum bei dem Dreckspiel. Wir können demnächst echt mal Among Us spielen. Da muss ich mal Alvin und so fragen, ob wir das. Ah, oh, elf! 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 Ob wir das mal in einer großen Runde zusammen machen. Hier, hole in one, so sieht's nämlich aus. Ah, Glück gehabt. Paar. Wie Paar? Ich hatte ein Paar. Schön für dich. Ja. So, Basti spielt, aber auch schlecht, das muss keiner sehen. Das ist aber nett. Leute, ich bin eigentlich sehr gut in Videospielen, aber doch nicht, wenn man. Ah, jetzt hier das Bällchen. Mann, das Bällchen. Moment, was für ein Scheiß. Ich bin hier im Mixer gefangen. Ihr könnt auch einfach 10 Minuten euch irgendwie was zu essen holen gehen oder so. Was ist das denn für eine Anweisung für den Stream? Ah, scheiße. So, ich mochte Minigolf übrigens noch nicht mal in der Realität. Er ist nicht über den Berg gekommen. Wir haben mal zusammen Minigolf gespielt an der Ostsee. Erinnerst du dich noch? Ja, und du warst mega schlecht gelaunt und hattest deine doofe Winterjacke an. Nein, das war ein andermal. Scheiße. So, getroffen. So. Übrigens, sieht schlecht aus. Alle haben mir dieses Phasmotopia oder wie das heißt geschrieben. Wir sollen Phasmotopia spielen. Phasmophobia heißt es. Ja, Phasmophobia. Ich habe das einmal mit Leuten gespielt. Ich fand das dermaßen schlecht gemacht, dass ich gedacht habe, ach komm, ey, also das ist nicht Early Access, das ist irgendwie auf Omas Amiga zusammengekleistert. Also ich verstehe nicht, warum die Leute so darauf stehen. So eingelocht. Versuch's. Ach so, jetzt kann ich dich angucken. Schön. Der alte Bandzirkler. So. Aber Reini, ich dachte, es gäbe eine Möglichkeit, witzig, dass du das oder? Signal hier. Ah, fuck it! Was wäre witzig? Worms. Worms wäre lustig. Haben wir denn sowas denn? Weiß ich nicht. Du könntest dich jetzt geschlagen geben, dann könnten wir mal nach einem anderen Spiel gucken, aber. Nein, wir machen die Scheiße jetzt hier zu Ende.
Ich habe noch eine Chance zu gewinnen. War keine große, wenn man ehrlich ist. Ne? Wo ist denn die? Ach, da ist Wie weit liege ich hin? Ah, es könnte noch was werden. Fuck. Oder doch nicht. Als mich. Ach, fuck it. Das ist doch Dreck. Ist das nicht schön, was wir für eine tolle Community haben, Reini? Es hat so ein bisschen was Meditatives. So. Ach so, hier muss man rüberspringen. Boogie. Oh, scheiße. Ja. Komm. Ist Loch 12, danach noch 6 und sind wir durch. You don't know Jack ist auch eine schöne Idee. Ach stimmt, das hatten wir ja schon mal gespielt, ne? Ja. Ist das ein halbes Jahr her? Fuck! Ja, das ist ein halbes Jahr her. Hat heute jemand auf Twitter geschrieben. Oh ja, das können wir auf jeden Fall nochmal spielen. Das war schön. Scheiße! Das ist doch kaputt, das Spiel. Overwatch könnten wir nachher auch eine Runde spielen. Wobei, du bist doch zu blöd dafür. Außerdem sieht man mich doch dann wieder nicht. Ach, fick die Hände, dieses Dreckspiel. Was ist das für eine Scheiße hier? Keine Schläge übrig. Komm. Die paar schaffen wir auch noch. Ja, ja. So, wo müssen wir denn hin? Wo sind wir überhaupt? Da hier, durch die Schlänge. Durch die Schlängelstube da. Ah, okay. Was? Warum kann man nicht einfach... Bin ich blöd? Ha, klassisches Hole-in-One. Probieren wir das mal. Der Basti ist ein Noob. Ich hab das noch nie gespielt, ihr Kacker. Ja, ich auch nicht. Glaubst du, das ist das... Ach, fuck it. Das Bomben-Ding, der Hammer. Das Bomben-Ding machen wir auf jeden Fall nochmal. Ja, 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 das machen wir gleich auf jeden Fall. Ich bin ein Gamer. Gib mir ein richtiges Spiel. Wir spielen gerade Minigolf, verdammte Scheiße. Ein richtiger Gamer kann jedes Spiel. So. Also kann jedem Spiel was abgewinnen. Was ist das denn hier? Okay. Ja, das war schon mal die falsche. Super. Ah, nein! Ach, rausgehopst. Bist du auch rausgehopst? Beim ersten Mal ja. Ach, fuck. Ach, krass. Da kann man sogar richtig über Bande spielen, ne? Okay, komm, ich probier's einmal. Ja, fuck. So wie ein Schlag verschenkt. Oh, scheiße. Nein! Bist du schon so weit? Oh, scheiße! Nein, fuck! 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 War das dumm! Ah, ich werde wieder bei 12 landen. Mal gucken. Ich bin bei 7. Scheiße. 8. Also diese rumstehenden Dinger sind ja wohl völlig sinnlos. Ah, man kann mit dem Mausrad rauszoomen. Schön. Gucken wir es mal an. Jetzt sehen alle dir zu, lieber Basti. Oh, Mann. Oh, der war doch gar nicht so übel. Tja. Ich bin ein Mann, der mit Druck umgehen kann. Einfallswinkel, Ausfallswinkel. Das machen nur die Unkreativen. Ah, er hat einen reingekriegt. Mit 12, okay. Er hat ihn reingekriegt. 4 noch. Ja, ist ja gut. Ich glaube, wir sollten einfach eine von den ganz schweren Bahnen mal spielen. Man muss sich das so richtig schweren Bahnen, oder? Nein, das ist die Olli-Bahn. Das ist doch die leichteste Strecke, die es überhaupt gibt in dem Spiel. Oh, hast du schön ins Loch gesenkt. Bin hier gelandet. Ach, verdammt. Nein, nicht zurück. Nicht Scheiße. Zurück. Ja, Scheiße. Fuck. Scheiße. Mit Gefühl, Basti, mit Gefühl. Ja, deine Oma. Ja, die hatte Gefühl. Alter, was ja, ist das denn hier oben? Zunge, ey. So sieht's nämlich aus. Fuck! Ja, mit Gefühl.
Gefühl wäre besser gewesen. Double Bogey. Nein, nein. Puh. Minigolf ist, Minigolf ist Physik durch Wollen, finde ich auch schön. Grüße aus dem Krankenhaus von Eule. Ja, Grüße ins Krankenhaus zurück. Ja, da arbeitet gerade jemand. Wo arbeitest du denn, Eule? In was für ein Krankenhaus? Und welche Station? Oh nein, das ist das, was ich früher schon gehasst habe beim richtigen Minigolf. Kennst du das? Ja, wo du so ein Stück treffen musst. Ach, fuck it. Und das dann, ja. Alter, hast du, du hast getroffen? Du Pissgesicht. Die Hoffnungen der Menschheit liegen auf deinem Rücken, Remford. Komm, gib es. Ja, Leute, wir würden ja morgen erst spielen, aber wir haben noch keine Mitspieler. Ah, verdammt. Und das Problem ist doch, wenn wir morgen erst streamen, dann sieht man doch, ob du es bist oder nicht. Oder? Ach, Ficke! Ich wollte schummeln und es funktioniert nicht. Ich würde mal sagen, oh, auch wieder nicht. Ja, ist natürlich bitter, wenn man blöd ist. Ja, ich glaube, hier wird es jetzt ein... Hier mache ich den Bielendorfer. Ist so geil, dass die Community gerade darüber diskutiert. Was ist das denn? Du bist einfach so dumm. Die Community diskutiert gerade darüber. Doch, wir haben Freunde. Yes, ich krieg da jetzt die 10 Leute für Among Us mal eben ausgegraben. Among Us geht auch mit der Community, aber dann halt mit Delay, sonst sieht man, wer es ist. Wie geht denn? Außerdem immer wieder nur ein Spieler, Stream genauso für mich. Die Community muss einfach nur ruhig sein. Radiologie in Hamm. Ja, dann alles Liebe nach Hamm. Radiologie ist so semi-geil irgendwie. Da sieht man viel Schlimmes. So, oh, ich bin auf dem Laufband. Und nochmal. Oh, Rein, ich hab... Hast du getroffen? Nee. Ach, Ficke! Hast du eigentlich... Ach, Scheiße, hast du damals auf dem, hast du damals auf dem Gameboy... Mario Golf? Mario Golf? Ja, klar. Eins der besten Spiele für den Gameboy. Boogie! Ah, Scheiße! Stickman Golf ist eins der besten Spiele fürs Handy. Da habe ich alle drei. Ich spiele gerne Golf, aber halt, ich muss ja auch erstmal reinkommen. Sieht, also ich glaube dir das, aber es sieht nicht so aus. Das ist Radiologe aus Köln haben wir nur. Wir haben irgendwie nur Ärzte in unserer Community. Wir haben die Gebildeten, ne? Hier. Ja, wenn wir schon so dumme Schweine sind. Oh, Rainer, ich bin richtig weit gekommen. Ah, langsam fängt das Spiel an, aber ganz cool zu sein. Ja, so, das ist. Wo die Maps nicht mehr so ganz zurückgeblieben sind. Oh, jetzt. Ach, fuck, ich habe immer Scheiße. Auf so zu fluchen. Wir haben junge Menschen in der Community. Ist mir doch egal. Bist du über das Sägewerk hinausgekommen? Ich habe eingelocht. Mit wie vielen Schlägen? Drei. Drei? Nein, 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 nein. Uniklinik Münster, ihr seid ja geil. Jetzt fühle ich mich irgendwie, da muss ich nicht ungefühlt. Ich bin hier in der Ecke, da komme ich von dem raus. Wie kacke ist das denn bitte? Ich bin eigentlich ziemlich dumm, aber glücklich. Das finde ich schön. Die Doktoren schauen, dass sie aus dem Sänger des Bastis Rosenheim Kopf schaut. Die Doktoren gucken, dass wir gerade aus dem gleichen Grund, aus dem Bastis Papa Rosa, bist du dämlich. Du bist so blöd. Du bist so kackblöd. Reini, und abgeräumt. Jetzt ja, zieh doch endlich mal durch, drück doch noch mal. Ja, ich kann ja erst das noch gehen. So. Gerettet. 7. 8. Immerhin. Immerhin. Gucken wir mal. Na? Gewonnen. Loser. Okay. Du hast gewonnen. So. Komm, dann machen wir eine Runde Keep Talking, Nobody Explodes. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist, glaube ich, zum Zuschauen spannender als die Scheiße hier. So. Wahrscheinlich schon. Dann muss ich meinen Bildschirm ausmachen, dann, ne? Keep talking. Also zumindest sollst du dir den Stream nicht angucken. So, gucken wir mal. Keep talking and nobody explodes. Spielen.
Warum sitzen wir trocken vor den Rechnern? Wie kommst du denn darauf, Bursche? Hier, Prösterchen. Ich diete ich trinke mit ja und alkoholfreies trinke Bier. Cola Light. Du, ach, du diätest jetzt wirklich, oder was? Ja, ernsthaft. Ich will die 21 Kilometer dieses Jahr noch schaffen. Vorher stirbst du. Was da, Bestattungsgehilfe von Friedhofsgärtner, der kann dir dann helfen. Was willst du setzen? Na, komm. Wenn ich die 21 schaffe, was setzt du? Nee, Rani. Ich weiß ja mittlerweile, dass das bei dir so eine ganz absurde Glockenkurve aus extremer Bemühung und dann geht's aber so abwärts. Ich bin vorsichtig geworden, dich zu unterschätzen. Du bist trotzdem ein dummes Schwein, aber ich glaube, es gibt eine Chance, dass du es schaffst. Aber 21, ich war heute laufen, ich war gestern laufen und ich war 12 Tage am Stück schwimmen. Respekt. Respekt. Der Hobby gehört. Ja, ich weiß, ich trinke Jever Fun. Ich hab's schon leiser gemacht. Ich trinke im Moment auch alkoholfrei. So. Reini, wollen wir uns mal ein Schnäpschen nehmen? Ich hab keinen. Handbuch zur Bombenschärfung wird. Ich habe 518. Version 1.de wird benötigt. Hast du die? Ja. Hast du Schnäpschen da? Ich habe Schnäpschen da. Ich weiß, hast du Schnäpschen da? Also ich glaube, wir haben noch Schnäpschen im Kühlschrank, falls meine Frau das noch mitbekommt. Oh, warte mal, ich habe sogar Mini-Uso. Ich komme gleich wieder. Dann gehe ich in der Zeit auch mal schnell Schnaps holen. Dauert nur wir eine können, Minute. Nein, wir können ja, doch, nicht wir beide können, weg sein. Okay, dann geh. 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 Verpiss dich. Bleibst du hier? Ja, ich bleib hier. Ich bleib hier. Aber ich habe so eine entwürdigende Hose an. Ich will gar nicht aufstehen. Warte, ich geh langsam. Sag mal so, das Gesicht ist schlimmer. Der Bildhauer sieht echt aus wie so ein alter Sack, ne? Mit so einer Jogginghose, dem Strickpulli. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was für ein Schmerz das ist, mit dem Bielendorfer irgendwas zu machen, was Technik ist. Bei Technik ist der Bielendorfer wirklich ein alter Mann im Strickpulli. Also zocken kann er, die PlayStation anmachen funktioniert noch, aber ne, so allein die Vorstellung, dass damit man seinen Bildschirm sehen könnte, er den ja irgendwie ins Internet blasen müsste, da hört's auf. Da hört's auf. Es kommt übrigens am Sonntag eine neue Folge Alliteration am Arsch. Die haben wir schon aufgenommen und zwar gestern. Nee, vorgestern. Hört man eigentlich meine Frau im Hintergrund reden? Wahrscheinlich nicht, ne? Vorgestern. Und deshalb fehlt das, was gestern in den USA passiert ist, in der Folge komplett. Was ein bisschen komisch ist, weil das ja irgendwie so die Nachrichten in den letzten Tagen bestimmt hat und auch echt krass war. Also mich hat das, wie gesagt, so ein bisschen an 9-11 erinnert und auch an 9-11, weil es diesen Charakter hatte, man sitzt vor dem Fernseher und kann einfach nicht fassen, was da abläuft. Ich erzähle gerade kurz von gestern Abend. Das war geil, ne? Ja, als die rechten Spinner das Parlament gestürmt haben, also das Parlamentsgebäude, das Parlament selber ja nicht, oder? Die waren da gerade zu Gange, oder? Das Kapitol haben sie gestürmt. Sie sind in den Kongressraum vorgedrungen. Ah, okay. Ich habe mitbekommen, irgendwie, es gab eine Tote sogar dabei, ne? Also vier. Insgesamt vier. Mittlerweile. Wobei das etwas seltsam ist. Die Tote ist angeschossen worden von einem Polizisten und ist verstorben. Ja. Die drei anderen sollen an medizinischen Notfällen gestorben sein. Was genau das jetzt heißt? Also, wenn den 5000 Deppen drei einen Herzinfarkt hatten während dieses Sturms, dann weiß ich auch nicht. Also medizinische Notfälle finde ich etwas seltsam als Beschreibung. Ja, das klingt so ein bisschen wie nach dem einen oder anderen Todesfall irgendwie in Haft, ne? So, ja, irgendwie hat er sich plötzlich selbst entzündet. Wir waren überrascht. Wir waren überrascht. So. Epstein, der hat ja auch, also ja. Das war bei Epstein auch eine überraschende Sache, als der dann, als die Kameras ausgefallen sind, der Typ, der auf ihn aufpassen sollte, 2 Stunden lang kacken gegangen ist, dass der danach sich erhängt hatte, das war überraschend. Ja, für alle Beteiligten. Sehr. Ich würde sagen, ich hol mir auch mal kurz noch einen Schnaps. Hast du jetzt Schnaps? Was hast du denn da? Danke schön, dass ihr bei mir in Hamm wart. Ich habe hier Glitterpitter und Flim. Das sind zwei kölnische... Glitterpitter und Flim. Was Glitterpitter ist, weiß ich nicht genau. Schütteln und Staunen steht drauf. Schütteln und Staunen. Das könntest du auch als Lebensmotto auf dem Shirt tragen, oder?
Waldmeister und Schwarz- und Blaubeere. Ich habe drei Stück. Ich habe mir übrigens für unseren Stream extra eine Hose angezogen heute. Ganz toll. Wirklich, warte ganz kurz. Das kleinste. Ja, das der kleinste Applaus hallo, der Welt. Hallo, wir haben Pandemie. Da ist es, also zumindest wenn man nicht irgendwie raus muss, ist es schon irgendwie was Besonderes, eine Hose zu tragen. Das ist, Reinhard, wir sind alle ganz, ganz stolz, ja, dass du dir auch letzte Woche den Schwanz gewaschen hast. Wirklich, vielen Dank. Also, dann wollen wir jetzt mal anfangen. Ich habe vergessen, wie es ging. Wie war es denn nochmal? Ich habe gerade meine Frau, die im Wohnzimmer sitzt, gefragt, ob die... Wo ist der Remport jetzt hin? Warum haut er einfach ab, die dumme Sau? Warum sagt er denn nichts? Ja, Leute, da glitzert es beim Kacken. Ich lese mal eure Kommentare, da freue ich mich. Jägermeister ekelhaft, habe ich mal von gekotzt, als ich 16 war, bin nackt durch den Stadtpark gelaufen. Glitterpitter ist geil, schütteln gegen Licht halten und staunen. Ja, das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. So, der holt Schnaps. Ja, das ist schön, dass ihr aufgepasst habt. Oh, Beauty Beat Stuff war eine Anspielmeld von Deutsch Polizei aus andere Fälle. Test, Test, Schnaps holen. Hallo aus Thürich, Kuba Libre. Wenn ihr mich schon immer mal irgendwas fragen wolltet, dann tut es jetzt, weil jetzt kann ich gerade antworten, während das dumme Schwein spazieren gegangen ist. Otto sitzt im Wohnzimmer mit meiner Frau. Ich habe meine Frau gerade gefragt, ob sie uns eigentlich gucken will beim Stream. Sagte, auf gar keinen Fall, ich sehe euch Deppen doch ständig. Warum hat Basti eigentlich noch ein kabelgebundenes Headset? Das ist eigentlich Jahrtausendwende. Weil er dumm ist. So. Ich habe Berliner Luft. Es gibt einen Discord? Was machen die denn da, Reinhard, in diesem Discord? Ja, es gibt eine Alliteration am Arsch-Discord. Bist du da nicht? Nee. Alter. Basti, grüß mal bitte die Kids aus dem Hospital. Ist rein bei OnlyFans. Noch nicht. So. Ich habe die gute Berliner Luft Schoko. Das ist zu viel. Das ist ekel. Reini, das sah überhaupt nicht wie Schokoladenlikör aus. Doch. Hier. Zeig mal. Da. Ist nicht mehr viel drin. Mein Gott, du hast 8 Sekunden Verzögerung. Boah, sieht aus wie Kot, Reinhard, ihr Kid. Ja, abstoßen. Aber wir müssen ja jetzt irgendeinen Wettbewerb draus machen, dass wir das nur trinken müssen, wenn irgendwas passiert. Trinkst du schon? Ja, darum ging's doch, oder nicht? Nein! So. Wir sollten das mal erst trinken, wenn so. Reinhard, okay, du solltest das noch trinken, wenn irgendwas ist. Wenn wir schaffen, die. Wenn wir die Bombe zu entschärfen, schaffen, Zeug hier. Dann Scheiße. Trinken wir einen oder nicht? Ja, dann trinken wir einen. Deshalb okay. Gebe ich mir Mühe, weil ich kann das sonst nicht ertragen. So. Achso, die schweren Bomben sind noch nicht freigeschaltet. Das ist ja blöd. So. Wie kriege ich dich jetzt hier dazu? Schau mal, warte mal. Wie ging das denn nochmal? So. Hallo Kater. Freispiel-Bomben-Mods-Menü. Ich weiß nicht mehr, wie wir das letzte Mal gemacht haben. War das Freispiel-Bomben? Ich guck mal bei Bomben. Wir sind bei 2.3, eine Stufe höher. Das letzte Mal haben wir mit doppelter Einsatz, war der letzte, den wir gemacht haben. Das stimmt, scheint zu stimmen, okay. Aber ich habe dich ja jetzt hier gerade gar nicht als Freund verbunden zum Spielen. Nein, aber oder? Das brauchst du ja auch gar nicht, weil du bist ja derjenige, der in... Ach also, ja! Ja, du erinnerst dich? Ich erinnere mich. Das ist schön, dass der Gamer gerade fragte, was Discord ist. Ich weiß, was Discord ist. Ich verstehe nur nicht, was soll denn ein... Ich habe Discord-Server mit meinen Freunden, wenn ich Among Us spiele, da sind 8 Leute drauf oder so. Aber was wollt ihr denn mit einem Discord-Server mit 500 Leuten? Hör auf, das zu trinken, du dumme Sau! Achso, entschuldige. Wie das aus deiner Tasse rausläuft die ganze Zeit. Dieses glückliche Gesichtchen. Also, was soll man denn dann machen, Reinhard? Also, was willst du mit einem Discord-Server für 500 Leute? Da labern einfach 500 Leute gleichzeitig? Nee, nicht. Also, Discord ist ja mehr als nur ein Audio-Chat. Du kannst ja auch Chats aufmachen. Also, verschiedene Räume, wo Sachen auch länger stehen bleiben und Leute Sachen teilen und so. Also, Chats halt. Ah, okay. So, ich ändere mal kurz die Kategorie zu Keep Talking and Nobody Explodes. Welche Kategorie? Von unserem Stream.
wenn man die denn im laufenden Stream aktualisieren kann. So. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, oder? Auswählen, ja, warte, ich twitter noch einmal, ich bin vielleicht für die Leute, die zu doof sind, twitter ich nochmal schnell. Oder hier, ich mache nochmal so eine Meldung, dass wir online sind. So, warte. Geht das? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Haben wahrscheinlich alle schon mitgekriegt, dass wir online sind, ne? Weiß nicht, ja, wie viele sind denn da? Wo jetzt? Ja, in dem, ist egal. Ist egal, lass uns spielen. Ja, wir spielen komm, jetzt, so. Hau rein. Was mache ich jetzt? Aus, Fernseher aus, genau. Computer aus. Ich muss ja alles ausmachen jetzt. Nee, du musst eigentlich nur das Fenster minimieren, in dem du mich siehst. Also eigentlich musst du nur dein Browserfenster klein machen. Ja, ich hab das Spiel doch auch aufgemacht aus Versehen. So. Mein Gott. So, okay, dann kann ich das Spiel ja wieder zumachen. Gut, dann, ja, dann geht's los. So, Bomben. Ich hoffe mal, wir kriegen das noch hin, weil wir es ja jetzt länger nicht gespielt haben, aber wir sehen. Eine Stufe höher sind wir jetzt. Missionsname, eine Stufe höher. Beschreibung, für diejenigen, die es bis hierhin geschafft haben und etwas Härteres suchen, aber auch nicht zu hart. Konfiguration, 5 Minuten haben wir für 4 Module und wir dürfen 3 Fehler machen, wie es aussieht. Du kannst mir folgen? Und der Bielendorfer ist abgehakt, wie es aussieht. Beim Bielendorfer ist anscheinend die Internetverbindung zu mies. Willkommen in Köln. Da ist er. Bist du noch da? Ich bin da. Ja, sehr schön. Okay. So. Hast du gerade gehört, was ich vorgelesen habe? Warte mal kurz. Ja, ich habe alles gehört. War ich auf einmal weg, oder was? Ja, du warst kurz weg, du hast geruckelt. Ist egal. So. Du hast das PDF offen? Ja. Okay, so. Kann ich irgendwie das Bild ausblenden, sodass ich trotzdem noch die netten Kommentare mitlesen kann? Die Leute sind alle so nett, das freut mich. Ich habe keine Ahnung. Ich kann die Kommentare jetzt auch gar nicht mehr sehen. Das ist ja komisch. Seltsam. Naja, ihr macht das schon. So. Warum kann ich die Kommentare nicht mehr sehen? Ich habe keine Ahnung, warum... Da ist es wieder. Hast du als Kind mal einen Videorekorder programmiert? Für deine Eltern? Nein. So, dann wollen wir los. Okay, 5 Minuten. Okay, Start. Also ich drücke jetzt auf Start, ne? Du bist bereit. Ich bin bereit. Du hast auch die richtige Bombe schon, eine Stufe höher. Ich kann die Bombe ja nicht. Hier sind keine Bomben angegeben, sondern muss mir die Aussicht also, okay, der Bombe ja, okay, okay, ja. Okay, okay. Stimmt, so war das. Dann starte ich jetzt mal. So. Nur du darfst diesen Bildschirm sehen. Also guckt alle weg. Hä? Okay, es ist dunkel. Warum ist es denn dunkel? Ah, jetzt wird's hell. So, ich habe eine Bombe. Ich habe Drähte. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Drähte. 6 Drähte, okay. Zwei gelbe, 3 weiße, 1 roten. Warte. Andernfalls, wenn es keine roten Drähte gibt, durchtrenne den letzten Draht. Es gibt rote? Ja, einen. Okay. Mach hin. Andernfalls. Oh, ja, durchtrenne den vierten Draht, Reinhard. Von oben oder von unten? Ich vermute mal von unten, ne? Von unten? 1, 2, 3, 4. Das war falsch. Scheiße. dann von oben? Soll ich von oben? Nee, warte. Also, ich lese dir vor, es sind 6 Drähte. Wenn es keine gelben Drähte gibt und die letzte Ziffer der Seriennummer, bla bla, kann man irritieren, weil du hast ja gelbe Drähte. Andernfalls, wenn es genau einen gelben Draht und mehr als einen weißen Draht gibt, durchtrenne den vierten Draht. Es gibt aber mehr als 2 gelbe. Ja, einen gelben. Ja, richtig. Andernfalls, wenn es keine roten Drähte gibt, durchtrenne den letzten Draht. Es gibt aber rote Drähte. Ja. Andernfalls, durchtrenne den vierten Draht. Das hast du getan. Von oben, okay. Der vierte. Der vierte von unten. Ja. Oben, du dummes Arsch. Ich hab doch gerade gefragt, du dummes Schwein. Es ist immer von oben nach unten. Immer. Ja, woher soll ich das denn wissen? Nächste Modul. So ein steht da drauf und das sind 6 Knöpfe mit nichts. Drück, Q, ja, leer, was? Was?
in dem Modul ist oben ein Display und darunter 6 Knöpfe, die beschriftet sind. Ah, okay. Diese Vorrichtung ist wie eine Nummer aus einem Comedy-Auftritt, was witzig sein könnte, wenn sie nicht an die Bombe angeschlossen wäre. Ich halte es kurz, denn Worte verkomplizieren es nur. Lies die Anzeige ab und bestimme im Schritt 1, welche Tastenbeschriftung abgelesen werden soll. Verwende diese Tastenbeschriftung, um in Schritt 2 zu bestimmen, welche Taste zu drücken ist. Wiederhole das, bis das Modul entschärft wurde. Basierend auf der oberen Anzeige, lies die Beschriftung einer bestimmten Taste und fahr dann mit Schritt 2 fort. Ich versteh's. Was? Ich versteh's. Was? Verwende die Tasten. Ich versteh's nicht. Was soll ich machen? Was? Was soll ich machen? Was? Was steht auf der... Da steht... Da steht einfach nur so ein. Also, stopp. Du hast oben steht ein Text, ne? Ja, genau. Und darunter sind 6 Tasten. Ja, richtig. Und jede dieser Tasten ist auch beschriftet? Ja. Okay. So ein, habe ich gefunden. Dann drück die zweite Taste... Von rechts, die Taste rechts in der Mitte. Rechts in der Mitte. War falsch. Was? Das war falsch. Das war nicht falsch. Jetzt steht oben ein Q. Im Display. Ja, dann basierend auf der oberen Anzeige, lies die Beschriftung einer bestimmten Taste und fahre dann mit Schritt 2 fort. Bei Q ist es rechts unten die Taste. Da ist ein Und es ist explodiert. Verfickte Scheiße! Wir haben ein Modul geschafft. 1 von 4. Ach so, Scheiße. Oh, fuck. Oh. Du bist so ein dummes Schwein. Das war gar nicht die Taste, die man drücken soll, sondern nach dieser Taste soll man dann woanders was gucken. Oh Gott. Ja, es lief nicht so richtig gut, ne? Aber egal. Das Spiel müssen wir nochmal machen, wenn du quasi die Bombe... Hast du gerade aus der ganzen Flasche getrunken? Nein, das war Cola. So, wir machen das nochmal. Ja, aber dafür haben wir uns doch jetzt erstmal einen kurzen verdient. So. Mm. Nächste. Der war lecker. Wir haben ein Oszilloskop und darunter stehen die Zahlen 3, 2... Oszilloskop? Ja, ein Oszilloskop? Für die dummen Leute, ein Display oben, wo so Sachen drauf angezeigt werden. Da steht eine. Ja, dann hör auf. So, du hast jetzt gerade 20 Sekunden verschwendet, du dummer Arsch. Darunter sind 4 Knöpfe, auf denen steht 3, 2, 4, 1. Oszilloskop. Ich versuche das gerade zu finden. Haben die Leute noch Spaß an dem, was wir gerade tun? Weiß ich nicht. Zum Thema Memory. Wo ist. Okay. Oszilloskop. Ich find's nicht, Remford. Dann sollen wir was anderes erst machen? Nein, mach jetzt, warte. Oszilloskop. So ein Display mit Strichen drauf. Und da steht eine Zahl drauf. Mhm. Hörst du das Piepen? Hörst du das Piepen? Nein, ich kann dein Spiel leider nicht hören, aber ich weiß es nicht. Ich finde das nicht in der Anleitung zum Thema Gasablass. Vier Knöpfe. Findest du irgendwas mit 4 Knöpfen, wo Zahlen draufstehen? Nein. Doch, jetzt habe ich's. Thema Memory. Okay, was siehst du da? 4 Knöpfe mit Zahlen drauf. Die Zahlen sind 3, 2, 4, 1 und darüber ist ein Display, das eine 1 anzeigt. Okay. Drück die korrekte Taste, um zur nächsten Stufe zu gelangen. Das Drücken einer falschen Taste setzt das Modul zurück zur Stufe 1. Tastenpositionen gelten von links nach rechts. Oben steht 1 bei dir. Ja. Und die erste Taste links unten? Ist eine 3. Ich verstehe das mit den Stufen nicht, Remford. Muss ich die Zahlen einfach der Reihe nach drücken, oder was? Okay, drück. Oben steht was nochmal? Eine 3? Eine 1. Oben steht eine 1. Eine 1, okay, Stufe 1. Wenn der Bildschirm 1 drückt... Oh, Stufe 1, das drücke die korrekte nächsten Stufe. Okay, der Bildschirm drückt die Taste... Dann drückt die zweite Taste von links. Die zweite Taste von links. Ja. Falsch. Alter. Achso, von links, das war rechts. Oh,
Okay, nee, jetzt ist es. Willst du mich verarschen? Du weißt nicht mehr, wo links und rechts ist, du blödes Schwein. So, jetzt steht da eine 4. Hallo, ich habe jetzt einen Fehler verursacht. Du hast uns vorhin in die Luft gejagt. Drück die 4. Taste. Die 4. Von rechts, die rechte Taste. Falsch. Nein, das kann nicht sein. Jetzt steht oben eine 2. Und darunter steht 1, 3, 4, 2. Ach, Stufe 2. Warte mal, zurück zur nächsten Stufe. Ach so, scheiße. Dann drück, Reinhard, ich weiß es nicht, wirklich, ich weiß es nicht. Ehrlich, jetzt ist irgendwas umgefallen hier. Ich weiß wirklich nicht, Reinhard. Was? Also. Nicht mal ein Modul. Sind wir in Stufe 1 oder in Stufe 2, Reinhard? Stufe 2. Wir sind okay. In Stufe 2. Okay, und was zeigt der Bildschirm an? Eine 2. Dann drück nochmal die 2. Taste von links, bitte. Die 2. Taste von links, okay. Das war richtig. Cool. Stufe 3. Was nee, jetzt steht hier immer noch, jetzt steht immer noch eine 2. Also oben steht eine 2 wieder. Okay. 24, 23, 22, das wird nichts mehr. Aber komm, Ehrenrettung. Das Modul machen wir noch. Welche Stufe ist es jetzt? 2, wie es aussieht. Und wir sind tot. Schon wieder tot. Sollen wir nochmal einen von den einfacheren nehmen? Nein, wir drehen jetzt mal das Prinzip um. Du machst es jetzt mal und dann siehst du mal, wie schwer das ist. Das, okay? Das können wir gerne machen. Das ist für die Zuschauer nur maximal langweilig, weil die dich nicht sehen. Wie, die sehen mich nicht? Ach, die sehen die Bombe nicht. Die sehen die Bombe nicht, ne? Ja, richtig. 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 Warum? Warum denn? Aber warum sagst du das jetzt beim Stream das erste Mal das mal? Warum? Ja, warum? Frage ich mich auch häufig. Oh, was für ein dummes Schwein du bist, ey. Komm, wir probieren das nochmal. Ja, du leidest. Nein. So. Ich brauche erstmal nochmal einen Lütten, du weißt, dann geht's mir direkt besser. Ne? Jetzt einmal, den muss man gegens Licht halten, dann wird der gleich. Es bringt doch gar nichts. Zu wenig, wir hatten zu wenig Schnaps. Die ist ja richtig eklig. Da steht gerade die Frage im Raum, ob wir über deinen Bildschirm teilen könnten, über Skype oder so. Prinzipiell geht das auch mit dem, was wir gerade benutzen, OBS Ninja. Da müsste der Bielendorfer das bei sich nur ordentlich einrichten. Und dafür, also er müsste zumindest irgendwie OBS mal installieren. Teamviewer, bitte! Das Teamviewer. Wie mache ich das mit der Installation? Nicht jetzt, das dauert ein bisschen. Ach so, ja toll, super. Ja, dann machen wir es jetzt nochmal. Ich mache den Bildschirm aus, ich gucke nicht. So, komm. So, okay, fang an. Und diesmal machst du mal eine ordentliche Anweisung. Mhm. So, 5 Minuten, Bielendorfer. Okay. 5 Minuten. Es lädt. Ich finde schon, die Module finden schwierig, wenn du die nicht ordentlich beschreibst. Es tut mir leid, dass ich so unfähig bin. Das ist okay. So. Wir haben in der Mitte ein Modul mit 4 farbigen Flächen, so Simon Says mäßig. Sehr gut. Okay, du erinnerst dich vielleicht an ein Spiel aus deiner Kindheit. Eine der 4 farbigen Tasten blinkt. Wähle unten die richtige Tabelle aus und bestimme damit die zugehörige Farbe. Drücke dann die entsprechende Farbtaste. Die rote Taste blinkt. Die ursprüngliche Taste wird nun nochmal blinken, gefolgt von einer weiteren. Nutze die Farbzuordnungstabelle, um nun weitere zugeordnete Farben zu bestimmen und drücke die entsprechende Farbtaste nacheinander. Ja. Okay, wenn die Seriennummer ein Vokal enthält, enthält die Seriennummer ein Vokal? Dafür muss ich erstmal, wo steht denn die Seriennummer? An der Seite der Bombe. Seriennummer, ein Vokal. Sie hat TB4TW8. Kein Vokal. Ja, dann, also doch. Dann ja, drück, genau. Dann drück blau.
Ja, habe ich. Jetzt leuchtet rot-grün. Also erst rot, dann grün. Dann drück gelb. Das war falsch. Hättest du noch mal blau drücken müssen? Ach, drück so, mal blau-gelb. Blau-gelb? Nein. Blau ist auch falsch. Also ein Fehler. Blinkt erst rot, dann grün. Ah, okay, du hast einen Fehler gemacht. Okay, dann drück grün. Explodiert. Verfickter Scheiße. Dann komm, ich starte direkt nochmal. Was ist das für ein dreckiges Kackspiel? Ja, das kommt direkt. Machen wir direkt nochmal. Nein, aber das ist wirklich totale Scheiße, Reinhard. Können die Leute sich das auch mal ausmachen? Bitte rätselt mal mit zu Hause. Hier, kannst du das mal da in den Chat schreiben, die Anleitung? Die was? Die Anleitung. Welche Anleitung? Du hast die Anleitung. Ich lese, dann können die Leute das auch sehen, dann können die mitspielen. Was weiß ich, wo du die runtergeladen hast? Das war ganz am Anfang einmal eingeblendet. Wo ist das denn? Handbuch Bombenentschärfung Version ist unter www.bombmanual.com/de. Spielversion ist 1.9.2.4. Jetzt liest er das vor, jetzt liest er das. Die Leute können es im Stream sehen. Ach so, okay, das macht Sinn. Ja. Starte nochmal neu. So, dann. Okay. Jetzt sind wir gut drin, jetzt schaffen wir das. So, Bomben. Immer noch eine Stufe höher? Ja, wir machen diese Stufe jetzt. Muss man mal die Uhr aus. Die ist klar, es geht um Geschwindigkeit, ne? Ja, sagt deine Frau auch immer. Mach jetzt. So, 5 Minuten, das ist wieder so ein farbiges Feld. Die Seriennummer ist PD8IS5. I ist ein Vokal. Ja. Und es blinkt gelb. Also, ein Vokal enthält. Okay. Es blinkt gelb. Dann drück grün. Jetzt. Es schien richtig gewesen zu sein, weil jetzt ist gelb-grün. Also jetzt blinkt es grün. Erst gelb, dann grün. Also piep, piep. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt grün, also ob du jetzt nochmal die ursprüngliche Taste drücken musst. Ah, okay, jetzt drück grün-gelb. Ja. Und jetzt? Jetzt ist grün-gelb-rot. Dann drück jetzt grün-gelb-blau. Okay, entschärft. Wahnsinn, das ging. So, jetzt haben wir ein Feld mit 4 Knöpfen drauf, also mit 4 Dingern mit komischen Symbolen. Mit einem Omega, einem AE, etwas, das aussieht wie ein Delta, ein umgedrehtes, oder sagen wir eine 6 für dich, eine 6 und ein umgedrehtes N. Mit so einem Dingel, mit so einem komischen Teil drüber. Okay. 4 Knöpfe mit komischen Symbolen. Omega, komisches N. Was noch? Omega, komisches N, was noch? Omega, umgedrehtes N, ein AE, also so ein Ä, so ein zusammengeschriebenes. Okay. Und eine verschlungene 6, also auch irgendwie sowas. Okay, dann drück die 6. Ja. AE. Ja. Das N und Omega. Richtig, sehr schön. So, jetzt haben wir wieder das mit diesem Oszilloskop-Bildschirm. Da steht eine 4 drin und darunter sind 4 Zahlen. 4, 1, 2, 3, also Knöpfe. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert, ey. Was steht denn da? Lies mal vor. Oben steht, drücke die korrekte Taste, um zur nächsten Stufe zu gelangen. Das Drücken einer falschen Taste setzt das Modul zurück zu Stufe 1. Tastenpositionen gelten von links nach rechts. Stufe 1. Wenn der Bildschirm 1 anzeigt, drückt die Taste in der 2. Position. Was steht oben? 4. 4. Dann drückt die Taste in der 4. Position. Okay, haben wir. Jetzt sind wir in Stufe 2 und oben steht eine 2. Dann drücke jetzt
Nochmal in der vierten Position. Das war richtig. Stufe 3. Stufe 3, jetzt steht oben eine 2. Drücke die Taste mit derselben Beschriftung wie in Stufe 1. Was? Wenn der Bildschirm eine 2 anzeigt, drücke die Taste mit derselben Beschriftung wie in Stufe 1. Ach scheiße, was war das denn? Oh scheiße. Was waren die, war das eine Beschriftung? War das eine 4? War das eine 3? Weiß das der Chat noch? 4, 4. Der Chat sagt die ganze Zeit 4. Ein paar Leute sagen 3. Dann drück 4. 3, 3, 3. Da sagen ganz viele Leute 3. Ich drück mal die 3. Dann drück 3. Stimmt, 3 war richtig. Danke. Sehr gut. So. Jetzt steht oben eine 1 in Stufe 4. Drück die Taste in derselben Position wie Stufe 1, also ganz rechts. Ja, richtig. Stufe 5? Stufe 5, oben steht eine 1. Wenn der Bildschirm 1 anzeigt, drücke die Taste mit derselben Beschriftung wie in Stufe 1. Das war eine 3, ne? Ja. Entschärft, perfekt. So, jetzt haben wir einen Knopf, er ist groß und weiß und darauf steht Abbrechen. Ich suche. So, zum Thema großer Knopf. Wenn der Knopf blau ist und mit Abbrechen beschriftet ist, halte den Knopf gedrückt und lies bei einem Knopf. Er ist weiß. Wenn der Knopf weiß ist. Wenn der Knopf weiß ist und die Bombe einen leuchtenden mit CAR beschrifteten Indikator hat, halte den Knopf gedrückt und lies bei einem gedrückten Knopf loslassen weiter. Was für ein Indikator? CAR. Nee, der hat CLR. Aber... Wenn keine der obigen Regeln zutrifft, halte den Knopf gedrückt und lies bei einem gedrückten Knopf loslassen los. Was? Also drücken, halten und bei irgendwann loslassen, bei irgendwas bestimmten? Genau. Ich mach einfach... Nein. Okay, ich halte ihn und jetzt ist es hier irgendwie gelb. Ich glaube, ich halte ihn. Hoffe ich. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft! Wirklich? Wir geschafft! Ja. Wirklich? Ja. Wir haben die Bombe besiegt? Ja, wir haben die Bombe besiegt. Bam. Wir beiden voll Mongos? Ja, bam. Entschärft. Ah, es war doch Kinderspiel. Kinderspiel. Das war easy. Guck mal, jetzt sehe ich auch den Chat von wieder. Wegen Glück. Arschloch. Ihr seid ja süß. Alter. Ach, da gab's Leute, die 2 Minuten 17 übrig hatten dabei. Ja, das sind Leute, die sich mögen. Der Bierdorfer bleibt besser nüchtern. Was? Ah. Okay. Sollen wir noch eine? Ja, auf jeden. Das bockt richtig. Eine weiter, also schwerer, oder? Ja, ja. Dann Abschnitt 2, Fortsetzung. Mach schneller. Okay. Dies hier zu lesen verbraucht nur Zeit, die du nicht hast. Zack, zack. 3 Module, 3 Minuten, 3 Fehler. Okay. Kackst du gerade oder geht's jetzt hier mal weiter? Ja, ist so. Wir haben wieder das Simon Says Spiel links unten. Okay. Komm, dann machen wir das zuerst. Und gelb leuchtet. Also ist ein Vokal drin oder kein Vokal? Ich muss gerade die Seriennummer suchen. Ist keiner drin. Okay. Es leuchtet gelb. Ja, dann drück rot. Ja. Jetzt als nächstes grün. Dann rot-grün. Jetzt leuchtet, Moment, warte mal, was war das? Gelb, grün, rot ist jetzt. Dann rot, grün, blau drücken. Rot, grün, blau. Es geht noch weiter, verdammt! Jetzt was? Jetzt ist gelb, grün, rot, blau. Rot, grün, blau, gelb. Es geht immer noch weiter. Was? Ja, jetzt kommt noch mal rot danach. Okay, rot, grün, blau, gelb, blau.
Rot, grün, blau, gelb, blau. Fertig. So. Okay. Dann haben wir hier oben so ein Spiel, das so labyrinthmäßig ist, wo wir einen roten Pfeil haben. Also so ein, ne, also es ist ein Feld mit 6x6 Kästchen. Mhm, zwei grüne Sachen sind eingekreist und ich habe so ein drehendes Dreieck und ganz rechts oben, der Punkt ist weiß. Okay. Wo sind die beiden blinkenden Dinger? Beiden Markierungen? Erste Zeile, vierte Spalte und 1, 2, 3, vierte Zeile, dritte Spalte. Dritte Zeile, zweite Spalte, oder? Nein. Erste Zeile, vierte Spalte, also 1, ja. 4 und 1, 2, 3, vierte Zeile, dritte Spalte. Erste Zeile, vierte Spalte habe ich nicht. Sag nochmal. Erste Zeile, also wenn du oben links anfängst zu zählen, 1, 2, 3, 4. Da ist grün eingekreist. Okay, okay. Okay, hab ich. Ja, dann. Und wo ist das Dreieck? Das ist in der ersten Zeile auf der dritten Position. Also ein neben dem. Ja. Okay. Mach schnell. Wir schaffen das nicht mehr, wir sind raus. Wo ist das rote Dreieck? Und wir sind tot. Ernsthaft? Wir sind tot. Ja, wir sind tot. Scheiße. Das enttäuscht mich. Ja, das ist sehr. Ja, du enttäuscht mich auch. Sehr. Man sieht, wie du schummelst, Bielendorfer, schreiben die Leute. Ich hab überhaupt nicht geschummelt. Ernsthaft? So low? Ja. So low? Ich hab nicht geschummelt, ich hab nur einmal geguckt, weil du es falsch beschrieben hast. Einmal geguckt, weil du es falsch beschrieben hast. Cheater. Deine Oma ist ein Cheater. So, sollen wir noch einen machen? Meine Oma ist ja tot. Oder nein? Ja. Dann hast du das Leben gecheatet. So, zeig jetzt. Ja oder nein? Einen noch, oder? Warte, passt. Ja, nein. Nein. Nächstes Spiel. Ja, was anderes, ja, reicht. Okay, ja, fickt euch. Ja. Ist ja gut. Reini, dann eine Runde Sarah Caliber, dann hau ich dir aufs Maul. Ja. Jetzt stellst du gleich fest, dass du es nicht hast. Doch, hab ich. Warte mal, erstmal muss ich hier das Spiel beenden. Und Soul Calibur starten. Und. Soul Calibur 6. Läuft. Das geht erheblich schneller, wenn man weniger grübelt und vorliest. Jetzt ist der Bielendorfer schon wieder weg. Wahrscheinlich hat er das falsche Fenster zugemacht. Ich guck mal. Hat kurz. Hat er nicht? Da ist er noch. Hallo. Aber er ruckelt. Alles. Ich habe keine Ahnung, warum er ruckelt. Ah, okay. So. Bin ich wieder da? Ja, du bist wieder da. Okay. Soul Calibur jetzt, oder was? Ja, du siehst, was im Stream läuft. Halt die Schnauze. Ich muss das Spiel noch ein bisschen leiser machen. So. Boah, jetzt gebe ich dir richtig, jetzt können die Leute das mal sehen. Was für ein erbärmliches Lowlife du bist. Ich muss gleich nochmal pinkeln. Ja, hast du eine Ballettblase oder so? Ja. Weißt du, da ist so viel Penis, da ist wenig Platz für eine Blase. Oh Gott. Da. Oh Gott, oh Gott. Ja, Add-ons, Updates, danke. Oh, so, das ist geil. So, Mission, Kampf. Funktioniert das über Netzwerk? Wie Netzwerk? Ja, also online quasi. Das wird doch einen Online-Modus haben, oder? Weiß ich nicht.
Wir sind doch nicht die dümmsten Arschlöcher, die das Planeten, die das starten, nur feststellen, dass es keinen Online-Modus hat. Es hat doch einen Online-Modus. Warte mal, ich guck mal, Netzwerk. Ranglistenkampf, Gelegenheitskampf. Wir hätten echt hier und da mal in die Sachen vorher reingucken sollen. Das Ding hat... Nach Räumen suchen, neuen... Guck mal, ich kann einen neuen Raum erstellen. Mach ich doch mal. Raumname. So, Kampfformat, Ausscheidungskampf, Raummotto, alle willkommen. Was, wenn ich sage, keine Bielendorfer? Erbitterte Kämpfe, erstelle Figuren erlaubt, Anfängerraum. Na, alle willkommen. Drei Runden, Rundenzeit 60 oder machen wir ohne Rundenzeit? Ohne Rundenzeit. Rundenzeit ist für Lullis. Ah, kann man nicht ausmachen. Dann mit Rundenzeit. Ich wollte immer mit Rundenzeit. Spielen. Raummitglieder, 2. Privater Raum, ja. Raumerstellung beginnen. So, jetzt die Frage, wie du den findest. Kann ich dich mit, kann ich dich einladen? Zum Zuschauen einladen. Remote Play Together. Ah, da ist es. Ja, ist ja gut. Jetzt klingelt hier schon wieder der Pimmel. Ja, ich bin ja dabei. So, hat das funktioniert? Ups. Na? Ich sehe dich nicht. Live Broadcast? Hä? Was? Was tust du? Ich mach gar nichts. Ich bin auf die Einladung gegangen und Spiel starten. Und jetzt, Ihr müsst euch anders einladen, okay? Komme ich aus der Scheiße denn jetzt hier wieder raus? Ich habe keine Ahnung. Tausend Leute gucken. Ich mach mal Soul Calibur kurz zu. So, ich habe das Spiel zugemacht. Ich starte es jetzt nochmal neu. Kann nicht mal irgendeiner helfen? Da du gucken kannst, tausend du, Leute du zu. Kannst nach Räumen suchen auch, ne? Such nach Raum starten. Ah. Man hört alles doppelt. Man hört alles doppelt? Ah, das liegt daran, weil du wahrscheinlich bei dir vom Couch-Koop Mikro und Dings anhast. Was? Wo kommt denn dieses beschissene... Okay, ist nicht doppelt. Alle sind glücklich. Warum muss sowas immer alles so kompliziert sein? Okay, wie finden wir uns jetzt bei dem Kack hier? Wer hätte gedacht, dass das so schwer sein kann? So, kann ich dich nicht einfach... So... Das funktioniert doch wieder nicht, Reini. Das haben wir doch schon gemacht. Aber warum nicht? Achso, das ist nur so ein... Nee, warte mal. Da Anfrage versendet. Hast du das angenommen? Noch nicht. Dann mach mal. Jetzt passiert genau das Gleiche wieder. Jetzt komme ich wieder in diesen Broadcast-Scheiß. So, Live-Broadcast. Please stand by. Jetzt... Warte einfach mal und jetzt gucken wir mal, was passiert. Basti ist ja Gamer, ihr macht mich wahnsinnig. Was hat das damit zu tun, ob ich... So, siehst du jetzt irgendwas? Kannst du irgendwas auswählen? Kannst du das Spiel kann starten? Kann gar nichts machen, nichts. Live Broadcast, be standby. Mehr kann ich nicht. Es muss doch irgendjemand wissen, wie wir das gegeneinander spielen können, oder nicht? Ich habe okay, keine Reini. Ahnung. Was mit Ultimate Street Fighter? Ich kotze gleich.
ich hätte dich so gerne... Wir können das so jetzt auch googeln, aber das ist echt... Ja, nee, das ist aber traurig. Warte mal, Soul Calibur Online, mein Gott, so schwer kann das... Online... Das finde ich jetzt nicht mal eben. Das kann doch nicht sein, Reini. Also mit, hier steht auch netterweise mit Remote Play ist es so, als ob du in meinem Zimmer sitzt. Und genauso kenne ich das eigentlich auch. Die Frage ist, warum du da gerade nichts gesehen hast. Was ist denn, wenn ich da einfach auf Kampf gehe und mehr Spieler? Ah, vielleicht. Ja, da passiert das. Gar nichts dann. KI gegen KI, Spieler gegen Spieler. Warte mal. Mehr Spielerkampf starten. Wir probieren das nochmal. Stage of history retold. Da passiert nichts, Rainer. Ja, und? Siehst du irgendwas, oder? Ich bin nicht mal mehr im Spiel, Rainer. Warte, ich gebe dir nochmal eine Einladung zum Remote Play. Oh, Streets of Rage ist im Steam-Angebot, Reini. Ja, ist schön. Wollen wir das spielen? Nimm die Anfrage nochmal kurz an. Das bringt doch nichts. Mit Sprachchat Spielstart. Okay. Nee, ohne Sprachchat. Ach, guck mal. Wie, ach, guck mal. Was denn? Startet das Spiel bei dir? Da steht, Reini darf den Raum nicht verlassen. Jetzt findet Basti ihn nicht, weil es den Raum nicht gibt. Nee, komm, mach mal ein andermal. Na, Reini, das kann doch nicht so schwer sein. Das werden wir doch jetzt wohl hinkriegen. Wie soll ich denn den Penisraum suchen überhaupt? Was ist das überhaupt für ein Satz? Mein Gott. Emfort, du bist wirklich zu dämlich. Was ist denn? Mach doch jetzt diesen... Also, wo? Ich kann bei dir nichts mehr sehen. Jetzt stürzt dir gerade alles ab. Jetzt haben wir gleich den Salat. Komm ich niemals mehr in den Taskmanager. Okay, jemand schreibt noch, du könntest, also wir können das nochmal mit dem Raum probieren und du könntest Netzwerk, Raum suchen und dann Penis suchen. Das probieren wir jetzt nochmal, ohne das Remote Play Together und irgendein Scheiß von Steam. Remote Play Together hat irgendwie noch nie richtig funktioniert. So, ja, wir machen das jetzt nochmal. Ja, wir machen das jetzt nochmal mit dem Netzwerk. Und wie suche ich den einmal. Raum? Du gehst auf Netzwerk. Ja. Und dann? Gelegenheitskampf. Und dann nach Räumen suchen. Und gibt's doch gar nicht. Ah, da ja, gibt's gut. Keinen nach Räumen suchen? Ja, doch, gibt's. Ja, gut, ist ja gut. Dann machen wir das jetzt so. Das kriegen wir alles hin. Leute, bleibt ruhig. Es kann nichts mit Penis suchen, das kann der Basti fick dich selber. Ja, bis hast du Übung drin, ne? Ihr seid so Arschlöcher. Oh, das probieren wir das nächste Mal vorm Stream. Das ist ja nicht auszuhalten. Ich hab vorhin gesagt, lass es uns ausprobieren, verdammt nochmal. Zwei Minuten bevor der fucking Stream anfängt. Weißt du? Arschloch. Gelegenheitskampf. Jetzt haben wir es gleich. So, nach Räumen suchen. Ich fühle mich gerade wie meinem Vater irgendwie einen Videorekorder erklären. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ich kann. Suche nach, also du bist im Raum, ne? Ja. Hast du den irgendwie privat gemacht oder so? Weil ich sehe hier exakt zwei Räume. Welche siehst du denn? Secret X und Sun. Warte mal, dann privater Raum. Ich mach den privaten Raum mal aus. So. Oh. Ups. So, jetzt sollte er nicht mehr privat sein. Ja, dann join. Ja, das war doch easy. Ja. Dummes Schwein. Alter. So. Wahnsinn. Und los. Jetzt, das hat doch super funktioniert. So, jetzt müssen wir. Ich hab das schon auf dem Dreamcast gespielt. Die Frage ist, wie wir jetzt das Spiel starten. Willst du mich verarschen? Können wir das Spiel jetzt nicht starten? Bereit. Bereit. Ah, so. Musst du auch noch bereit drücken? Also A? Ja. Alter Falter! So, jetzt gebe ich dir mal richtig auf deine dumme Nuss. Meine Fresse. Wahnsinn, dass das funktioniert hat.
Hat keiner mit gerechnet. Mitsurugi ist schon lieber früher mein Lieblingscharakter. Aber ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Komm. Taki. Ich weiß nicht mehr, mit welchem Knopf man blockt. Es steht übrigens immer noch Keep Talking, Nobody Explodes unter dem Stream. Ach, fuck. Ja, Reinhard, so sieht's nämlich aus. Weißt du, wenn ich mich nicht um alles kümmere. Danke, Mentuke. So, ist aktualisiert. Boah, jetzt gebe ich dir so dermaßen. Wie gesagt, weißt du noch, mit welchem Knopf man blockt? Weiß das noch einer? Ich habe das seit dem Dreamcast nicht mehr gespielt, aber jetzt gebe ich dir richtig. Allein dieser geile Redner, ne? Ja, ich werde Soul Edge niemals weggeben. Das Cervantes. Aha, wann wirst du lernen? Hat überhaupt nichts miteinander mein zu tun. Mein Gott, hat die Glitzer gebadert? Komm her. Ah, ich erinnere mich. Aber ich erinnere mich anscheinend nicht so gut. Scheiße! Verfickt, Reinhard! Ich komme überhaupt nicht dazwischen, was du da gerade machst. Der ist viel zu langsam. Was soll denn der Scheiß? Verdammt. KO! Das sind so schön so Spiele, wo man mit Button-Smashing noch gewinnen kann am Anfang. Warte mal. Ich muss erstmal. Ey, Reinhard! Okay, kurze, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich muss einmal kurz die. Okay. Ah, okay, da blockt er. Okay. Wir können loslegen, okay. Komm her, du Muschi. Fuck! Ach du dickes Ei! Whoops! Scheiße! Die, Bitch! Ich muss erstmal reinkommen. Stimmt, die Brüste sind einzeln eingepackt. Das ergibt gar keinen Sinn. So, rein. Ich weiß gar nicht genau. Hä? Du hast mich überhaupt nicht getroffen. Oh ja. Jetzt erinnere ich mich wieder. Oh, da brennt der Striezel. Schön, dass sie überhaupt nicht übertreiben, ne? Ist das denn ruckelig für die Leute? Nee, okay, eigentlich nicht. Er hat ein paar Artefakte drin, also V-Sync, aber wahrscheinlich spiele ich das auch gerade in 4K. Wie soll man... Ah, so weicht man dem aus. Okay. Okay, dem kann man offensichtlich auch ausweichen. Was ist denn jetzt noch? Ach du Dicke! So. Ah. Ja, 2-2, du Bastard! Ah. Ich Basti ist Gamer. Ich habe das Spiel verdammt noch nie gespielt. Das letzte Mal auf dem Dreamcast, Soul Calibur 1. Oh, komm schon! Ach, fick dich. Hä? Scheiße! Oh, war das knapp! Oh, fuck! The battle is over. Show respect for the fallen who fought so bravely.
Kannst du den Ton des Spiels lauter machen? Das kann ich tun, ja. Ich wollte den gerade nur nicht zu laut machen, damit man uns noch hört. Ich möchte darauf hinweisen, dass das sehr knapp war. Ja, warte mal. Ton vom Spiel. Da. So. Okay, komm, ich krieg mal eine Revanche, du Penner. Ja, kleinen Moment. So. So. Die konnte aber ganz schön was, die Alte. Ey, Geralt! Geralt gibt's? Wie cool ist das denn? Den nehme ich aber nicht. Ich weiß gar nicht, mit wem ich früher mal gespielt habe. Oh, Ivy! Ich habe immer mit Ivy gespielt. Wohoo. Ja, die war... Ja, die hat hier mal was Flottes angezogen für einen Abend, du. Ich habe keine Ahnung, Siegfried war so ein langsamer... Ach, komm her. Der mit dem Stäbchen. Du meinst, es ist einfach nur unglaublich lächerlich. Das ist wirklich ohne Scheiß. Sie kann dich mit ihrem Silikon töten. In a cursed castle hall, warriors dance in a masquerade of death. Meine Güte, das auch. Zerschmettert dich mit den Implantaten. Battle 1. Fight. Flotter Hase. So, Ivy, daran erinnere ich mich. Gott. Und wird's ein Flawless Victory? Wird's ein Flawless Victory für... Nein! Nein! Kämpft sich Redford wieder hoch? Nein, natürlich nicht. Nein, tut er nicht. Der ist aber auch echt kacke. Killick ist kacke. Da hebt sich gleich die Tischplatte. Oh nein, das. Hast du mir gerade den Schritt gehauen? Extrem schwer zu blocken, die E-Kombos. Meine Fresse. Oh, Reini. Ah, fuck. Fuck. Das war knapp. Da, guck mal, mit meinem flotten Stiefel jetzt. Ups. Bin ich auf Fuß getreten. Du Wurm. Ach, die nächste Runde ist schon. Fuck. Jetzt gibt's aber richtig auf den Nuss, du. Hä? Mein Gott, ey. Krieg deinen epileptischen Anfall. Was? Wer ist denn jetzt gestorben? Ich bin gestorben! Okay, das ist. Show respect for the fallen who fought so bravely. Tja. Bei der Kraft des Aquariensilikons. Grüße an Laura. Alter Falter. Schon flotte Hase, die Ivy. Komm, einen machen wir noch, dann können wir mal Here We Are Together oder wie das andere heißt, ausprobieren. Judo Nojack haben wir auch noch auf dem Zettel. Habt ihr da noch Spaß? Schreibt mal rein, ob ihr noch Spaß habt, weil sonst... Wir könnten auch langsam gleich mal Ende machen und einfach die Tage noch mal streamen. Dann können wir vorher mal ein, zwei Spiele ausprobieren. Ende machen? Ja, Ende machen. Mach mal Ende mit dir, was ist denn los? Hallo, die Leute haben für 4 Stunden bezahlt, die kriegen 4 Stunden. Du bist auch ein Stricher, ey. Wenn es nach mir ginge, wären die Alliterationen am Arsch folgen 3 Stunden lang.
Ich kann noch, ich kann noch. Jetzt hört doch mal mit Among Us, aber wir können zu zweit nicht Among Us spielen. Das ist ein bisschen affig, weil dann ist immer einer der Verräter. Oh, oh, oh. Böse. Geralt von Riva, der nackt auf dem Einhorn sitzt. Hast du The Witcher hier gespielt, Reini? Ja, habe ich. Boah. Ich finde diese Kombo, also diese Extras, sind schon ziemlich cool gemacht. So. Aber ich das muss dazu sagen, so cool. Ich bin mit The Witcher nie so richtig warm geworden. Am dritten Teil auch nicht? Nee. Leider nein. Also die, also das Universum so drumherum hat mich nicht so geflasht. Auch die Serie von Netflix war irgendwie nicht so meins. Nee, die Serie, das damit kann ich auch nichts sagen. Jetzt gibt's aber richtig auf die Nuss. Komm mal her. Ah. Oh, ja. Hast du das jetzt? Bist du gerade kontrolliert ausgewichen? Oder war das Zufall? Ich glaube, es war Zufall. Könnte der bitte einfach mal treffen, der Kacker? Woohoo! Ja, ist ja gut. Stand. Fight to your last breath. Cyberpunk 2077 habe ich angefangen. Das gefällt mir sehr gut, weil da mag ich auch das Setting drumherum. Ja, gefällt mir auch noch besser als der Witcher. Und auf der PS5 hat es auch eine gute Performance. Ich bin echt ausgewichen gerade bewusst. Das ist ja cool gemacht. Jetzt gebe ich dir richtig mit meinem dicken Witcher-Schwert. Ja, ich bin geradeaus. Das ist cool. Ob das geht. Oh, komm schon. Du bist so schnell im Angriff, dass ich nicht herkomme. Oh, was ist das denn? Was? Scheiße! Bam! Ah, Mann, ey. Claim victory and bask in the glory. Meine Frau streamt nicht, aber ich habe überlegt, also sie spielt sehr viel Overwatch und wir könnten mal eine Runde Overwatch spielen mit meiner Frau zusammen. Jetzt oder was? Nein, nicht jetzt. Warum nicht? Aber dann sieht man mich ja wieder nicht. Richtig. Weil das kann ich wirklich gut. Ja. Und du bist richtig scheiße da drin. Aber ja. Richtig scheiße. Ich gehe jetzt erstmal pinkeln. So. Warum gehst du ständig pinkeln? Was ist denn nicht okay mit dir? Ich war vorhin nicht pinkeln, ich habe mir vorhin was zu trinken geholt und jetzt gehe ich pinkeln. Dann hol die Sonka doch mal so lange vor die Kamera, die kann doch auch mal Hallo sagen. Ich kann sie fragen, ob sie möchte. Ja, das wäre doch schön. Hallo Sonka. So, liebe Community, jetzt lernt ihr die wundervolle Sonka kennen, den besseren Teil von Reinhard Remford. Der einzige Grund, warum Reinhard Remford überhaupt als Mensch zählen darf. Weil man noch nicht auf einer Sackkarre gepackt irgendwo in die Ecke geschoben wurde. Jetzt erscheint sie gleich, hinter dem Mikrofon. Seid ihr gespannt? Ich bin auch gespannt. Ich habe sie noch nie gesehen. Also gut, ich habe sie verheiratet, aber sonst... Oh. Also jetzt gleich sollte sie mal kommen, weil so lange pisst der Remford ja auch wieder nicht. Hallo, Sonka. Wo ist sie denn? Sonka? Ha, vielleicht auch nicht. Sonka? Naja, meine Frau gibt's ja auch nicht zu sehen. Ich kann euch einmal meine Frau zeigen. So. Süß ist sie. Nein, dieses bisschen Privatsphäre muss noch übrig bleiben. Ist sie da? Kommt sie? Scheiße, das ist überhaupt nicht Sonka. Meine Frau spielt gerade. Will sie nicht Hallo sagen? Nein, will sie nicht. Will deine Frau Hallo sagen? Du Fixer. Ich denke nicht.
Jetzt habe ich mich besudelt. Meine Frau existiert ja gar nicht. Die habe ich einfach nur erfunden, um über meine sexuelle Perversion hinweg zu, verstehst Sex du? Vortäuschen. Ne? Ja, verstehe ich, So, was jetzt? Sollen wir, sollen wir Overwatch spielen? Nein, ehrlich? Willst du hier noch einen? Wenn du nochmal einen auf die Fresse willst, kriegst du nochmal einen auf die Fresse. Also, wenn du mal zeigen willst, was ich kann bei Overwatch, aber da sieht man mich ja dann nicht. Ja, aber richtig, man sieht dich nicht. Ja, komm. Ja, wir machen noch einen hier, dann machen wir einen Overwatch, dann machen wir You Don't Know Jack und dann gehen wir alle schön ins Bett. Okay, dann... Warum steht der bei mir, ruht sich aus? Weil geht pissen leider bei Soul Calibur nicht vorgesehen ist. Spielerinfo ansehen, Spieler abwesend, keine Ahnung. So. Bereit. Ja, bin ja da. Welcome to the stage of history. Welcome to the stage of history. Behold. So. Astaroth war immer scheiße, nein. Ach, guck mal, ist das Zufall? Was? Ja, eigener. Okay, nee. Kann noch. Komm, ich nehme mal den guten Siegfried. Wo ist er denn? Ja, das ist Siegfried später. Da ist Siegfried. Oh, Maxi, den mochte ich immer. Oh, der war ätzend. Aber ich... Ja, der ist auch ätzend. Das ist der Eddie Gordo von Soul Calibur. Ja. Let's do this. Ich frag mich ja ein bisschen, ob er hier mit seinem Schwert was kompensieren muss. Tutti Tran? Meinst du Tutti Tran? Glaub ich nicht, ne? Was? Egal, da grüßt jemand von Tutti. Ich kenne nur einen Tutti. Wie nett die Leute. Einfach nett. Wollen wir mal gucken, was für kluge Sätze sie jetzt sagen. Mein Leben kannst du mir nicht nehmen. Langweilig, genau wie der Rest. Guck mal, er sieht aus wie einer von den Ehrlich Brothers. Du hast aber ein großes Schwert. Hä? Wow. Victory goes ich hab doch abgewehrt. Da. Hat nicht geklappt. Battle 2. Fight. Reinhard? Ja. Ist der Stream abgestürzt? Nein. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Weiß ich. Du liegst am Boden. Wartest du kurz? Ich, ja. Okay, bin wieder da. Ja, super, Pisser. Ey, dein Schwert ist viel zu groß, ist total unfair. Ja, komm her. Oh, nee, du kommst her. Boah, Siegfried ist aber auch echt ein schlechter. Also ein schlechter Verlierer, oder was? Nee, ein schlechter. Also ein schlechter. Ich hab keine Weste mehr an. Alter, ich komme überhaupt nicht an dich ran. Scheiße! No, ring out! Ja gut, okay, das haben wir jetzt auch mal gespielt. So, komm. Wir können, Reini, wir können von mir aus auch, das wollen die Leute ja unbedingt, eine Runde Among Us spielen, aber wie sollen wir das machen? Das ist eine gute Frage. Warte mal, ich muss mal gucken, wo ich Among Us überhaupt auf meinem Rechner habe. Wir haben das doch schon zusammen gespielt, du Depp. Ja, ich weiß, aber ich hab's nicht in Steam, ich hab's irgendwo anders rumliegen. So, erstmal beenden wir den Scheiß hier. Ach so, deine geklaute Fassung, ne? Das ist keine geklaute Fassung, das ist beim Hersteller gekauft und nicht bei sowas Seelenlosem wie Steam. Beim Hersteller gekauft? Ja, beim Hersteller gekauft. Pissgesicht. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob ich es überhaupt habe. Nee, habe ich nicht. Aber ich habe es natürlich, also ich habe es schon hier natürlich. So, ich hab's hier.
Okay. Aber kann das sein, dass es nicht die aktuelle Fassung ist dann oder so? Also ich habe Version V2020-1117i. Super, ich habe V2020-1022i. Schön. Läuft. Die Frage ist, geht das zusammen? Nee, das geht nicht. Deswegen kaufe ich das einmal schnell. Komm. Kostet ja nichts. Hier steht einer, macht Among Us mal später, wenn ihr Discord eingerichtet habt, sonst wird das super kompliziert. Was heißt das? Keine Ahnung. Oh, weißt du, was auch gut sein soll? Get the fuck out soll gut sein. Was soll gut sein? Das ist so ein Spiel, Get the fuck out, wo man so als Team aus so einer, ein Fleet aus, von Monstern aus so einer Space Base. So ein bisschen wie früher Left for the Dead. Das wäre auch nicht schlecht, aber das kriegen wir jetzt nicht mehr eben runtergeladen. Okay, einigen wir uns drauf, Among Us macht gerade nicht viel Sinn zu zweit. Das wollen wir das WeWare Here Tour einmal ausprobieren? Das können wir mal machen. Auch noch nie gespielt? WeWare Here Together. Genau. Okay, dann starten wir das. Wie auch immer das funktioniert. Ja, das wird Pummelparty. Hier ist immer Pummelparty. Ja, nee, also Pummelparty macht ja mit zwei Leuten auch nicht wirklich Sinn. Ne? Ich habe noch Nidhogg, aber das ist auch ein bisschen langweilig wahrscheinlich. Was haben wir denn hier noch? Street Fighter wäre wieder rumhauen. Was ist denn Cards Against Humanity? Was ist das? Das habe ich doch. Ich habe das schon mal gehört. Ich überlege gerade, ob ich das schon mal gespielt habe. Ich glaube eher nicht. So, ja. Warte, we were here together, sagtest du, ne? Ja. Ich starte das einfach mal. Cards Against Humanity gibt es zumindest nicht bei Steam. Hm? Landwirtschaftssimulator. Ja. Ah, Cards Against Humanity macht zu zweit auch wenig Sinn. Danke für den Hinweis. Ach, das ist ein normales Gesellschaftsspiel. Das ist ja lieb von euch, aber wie soll man das denn jetzt machen, ihr Räume? Wie soll ich denn jetzt ein Gesellschaftsspiel hernehmen? Das ist was genau, das Spiel gibt's, bla 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 bla. Overcooked hat einen schönen Multiplayer. Overcooked war lustig, habe ich auch. Hast du das Stimmt. Ja, Overcooked habe ich mit meiner Frau mal zusammen gespielt und es war... Dann hast du es doch, oder? Auf der PlayStation haben wir es gespielt. Aber ich glaube, warte mal, eventuell habe ich es auch in Steam. Muss ich das hier nochmal verlassen? Das ist heute ein Chaos. So, Overcooked. Habe ich. Ach. Sollen Overcooked probieren? Ja, komm. Overcooked gibt wahnsinnig Streit. Das ist ganz schrecklich. Obwohl man es eigentlich zu viel spielen muss, ne? Ja. Ja, was heißt das? Ja. Ja. Deine Oma, ja. Ja, komm. Dann machen wir mal Overcooked. Wie machen wir das denn online? Ja, aber vielleicht auch so ein Couch-Koop. Das hat doch... Kampagne versus? Versus ist bei mir ausgegraut. Wahrscheinlich muss ich dich dafür wieder hier so Steam-Couch-Koop-mäßig einladen. Warte. Ich sehe schon voraus. Es fällt mir auch wieder ein, warum wir in die Tower vorgespielt haben, weil das auch kein Overcooked Online-Multiplayer. Bei unserem Glück hat das keinen Online-Multiplayer. Aber wie gesagt, sowas wie Couchkorb müsste doch gehen, oder? Nein. Das geht nicht, auch nicht im Couchkorb? Remote Play Together? So wie gerade... Nein. Sicher? Nein! Versprochen. Ich glaube ja, das geht. Ja, und ich verspreche dir, das geht nicht. Da schreibt jemand, doch, habe ich schon auf Twitch im Koop gesehen. Ja, aber muss man über irgendwelche bescheuerten... Was mit Worms? Worms ist natürlich wirklich lustig.
Warte mal, ich habe so eine Worms-Variante hier. Wie heißt das denn nochmal mit Panzern? Wie heißt das denn? Habe ich denn Worms? Ich habe Worms-WMD hier. Worms-WMD. Okay, 5 GB ist. Worms? Ich höre den Bielendorfer nicht mehr. Ja, da ist er wieder. Warum hörst du mich dann immer nicht mehr? Zwischendurch mal, keine Ahnung. Wir könnten uns auch einfach einen Worms kaufen. Also, ich habe Worms WMD aus... Die sind aber teuer dafür, dass es alter Rotz ist. Worms WMD ist tatsächlich teuer. Nee, aber ich habe ja... Warte mal, wie heißt denn nochmal das, was ich habe mit den Panzern? Ja, aber Reini, das bringt jetzt auch nichts. Das ist doch scheiße. Nee, das stimmt, das ist auch Quatsch. Was denn mit hier, We Were Here Together? Das wir gerade schon angemacht hatten? Ja, genau. Ja, vielleicht. Ja, komm, dann machen wir die Scheiße jetzt an. Jetzt. Dann machen wir Worms fürs nächste Mal. Dann gucken wir uns nach einer ordentlichen Worms-Version um und spielen Worms beim nächsten Mal. Und ich roll meinen Controller wieder ein. So. Also bei mir, ich gucke ja parallel unseren Stream hier, um die Kommentare zu lesen, und da kackt er immer ab. Was kackt ab? Ja, Einrad. Du brauchst parallel gar nicht den Stream gucken, weil du den Stream in unserem Chat gestreamt bekommst, extra. Aber nee, wem erkläre ich das? Kann ich nicht sehen, kann ich nicht sehen. Kann ich nicht sehen? Ja, ist ja gut, ist ja gut. So, da schrieb auch jemand, Overcooked hat doch Remote Play. Nein, nicht. Der Bielendorfer sagt nein. Ich kann das auch mal kurz googeln. Overcooked 2 hat es, Overcooked 1 eben nicht. Okay. Dann glauben wir dem mal. Aber wie finde ich jetzt... Da schreibt jemand, meinst du Shellshock? Ja, ich meinte Shellshock, ja. Shellshock. Aber es bringt ja jetzt alles nichts. Raum erstellen. Öffentlich, Deutsch. Okay. Bei was? Wo bist du gerade? Okay, ich habe jetzt We Were Here Together, habe ich einen Raum erstellt und der heißt Irrlichtsraum. Okay, da kannst du jetzt beikommen. Here Together. Bin dabei. Ich habe dich eingeladen. We Were Here Together reagiert nicht. Ah, doch, da. Jetzt tut es irgendwas. Ah, tada. Irrlichtsraum. Annehmen. Das Signal. Warte auf andere Spieler. Oh, jetzt höre ich dich doppelt. Wie mache ich das hier aus? Du bist super laut. Hörst du mich? Ja, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich benutzen wir jetzt den Chat von dem Spiel. Ich gehe mal kurz raus und guck mal, ob man das in den Einstellungen ausmachen kann. Nee, drück mal bereit. Wir machen es in Einstellungen, kann man es bestimmt. Aber hier, komm mal, bist du schon wieder rausgegangen? Verdammte. Ja, ich komme da sofort wieder. Voice-Over, Sprachstätte, Lautstärke, 0. Fertig. So. Lädst du mich nochmal ein? Nein. Warum nicht? Eingeladen. Ja, ich guck gerade, wie ich die Spiel beitreten. So. So. Ich finde übrigens unseren Bereit. Stream und ich höre dich wieder doppelt. Fick die Henne. Ist egal, machen wir, wenn wir im Spiel sind, aus. Ja. Halt aber die Schnauze bis dahin. Drück bereit. Spiel beginnt. Sehr gut.
Ich kann unseren Stream bei Twitch nicht mehr finden, Reini. Keine Ahnung. Wahrscheinlich sind wir offline und wissen es gar nicht. Das glaube ich nicht. Im so, Chat schreibt jemand, du musst deine Sprachchat-Lautstärke runtermachen. Wo denn? Hä? In den Einstellungen unter Audio, ich wie ich es gerade auch gemacht habe. Oh, ihr Ficker, ich komme doch nicht in die Einstellungen rein jetzt. Oh, süß, ich bin aufgewacht. Wo bist du denn? Reinhard? Ja. Ah, ich höre dich doppelt. Ja. Wer hätte das erwartet? Rücke diese Schaltfläche zum Rücken. Weißt du, was jetzt der Witz ist? Man braucht, glaube ich, den Voice-Chat. Ja, aber wir hören uns doch sowieso die ganze Zeit. Deshalb mach den Voice-Chat mal aus bei dir. Also die Sprachlautstärke runter. Ja, aber das Spiel spielt, glaube ich, genau damit. Verstehst du? Ach so, dass man immer nur, wenn man V drückt... Ja. Also, sonst ist das nämlich, glaube ich, dezent nutzlos. Siehst du etwas Wichtiges? Zeig drauf. Okay. Hier dein Partner. Ich sehe dich gar nicht. Ich sehe dich auch nicht. Guck mal, öffnen. Ach so, man ist wahrscheinlich irgend da. Da bist du ja. Warum haben, ganz ehrlich, wer legt wichtige Sachen auf X? Mach erstmal bei dir den Sprachchat leise. Hab ich doch schon. Ach, hast du schon? Okay. So, okay, Z ist auf etwas zeigen. Was war X? Okay. Ziel ist es jetzt, hier rauszukommen? Ich habe keine Ahnung, was das Ziel ist. Sagte ich nicht vorhin oder vorher noch, dass es eine gute Idee wäre, Spiele vorher auszuprobieren? So generell? Habt ihr so vorher offline? Gesagt, wir probieren das aus? Das macht so auch wenig Sinn, muss ich sagen. Warum? Weil ich keine Ahnung habe, was wir tun müssen. Aber das ist doch Teil des Spiels, Remford. Herauszufinden, was man tun muss? Ja, ich vermute schon. Willst du nicht? Okay. Ich habe jetzt verschiedene... Ah, okay. Ich habe jetzt zwei verschiedene Räder. Was heißt Räder? Wie heißt das so? Räder zum Drehen. Ventilräder. Ah, wo hier hast du ist noch her? Eins. Jetzt habe ich hier noch eins. Achso, die lagen hier das rum. Das passt. Ja. Das passt da vorne sogar rein, glaube ich. Ah, okay. Da habe ich es platziert. Die Tür ist offen. Ah, wo bist du? Da. Hast du das da gerade auch dran gemacht und aufgemacht? So, jetzt sind wir draußen. Das war's. Ah, hier geht's noch weiter. Hier ist wieder so ein Schloss. Ja, aber das dafür passende habe ich nicht. Ein bisschen auf Erkundungstour. Hier ist auch noch so ein grünes. Ist das die maximale Laufgeschwindigkeit? Weiß ich nicht. Scheint so. Oh, hierfür habe ich, Reini, hierfür habe ich den richtigen... Was heißt hierfür? Wo bist du denn? Ja, wo ich bin, da. Hinter dir. Ja. Ah, oh. Ein Snowmobil. Einsteigen. Ich sollte besser nicht damit herumspielen. Macht er bei dir auch? Kann ich einsteigen? Ja, der will damit nicht rumspielen. Was ist das denn? Wie lame. Ja, warum hat er denn das Tor aufgemacht, wenn er das gar nicht... Verstehe ich nicht. Ist doch irgendwie kaum irgendwas zu benutzen. Hast du noch irgendwelche, Ich hab noch eins mit einem Kreuz. Mit einem Kreuz? Okay, hier ist so ein Quader.
Ich habe die stille Vermutung, dass es beim Zuschauen hart lame ist. Ja, das denke ich auch. Wenn man hier halt nur sucht, ne? Ich glaube, irgendwas, wo ich dich hart beleidigen könnte, ist besser. Ich weiß auch nicht, ich weiß wirklich nicht, was hier zu tun ist jetzt. Ah, vielleicht doch lieber was anderes. Reini, wir können doch nicht ständig hin und her springen. Das habe ich dir vorher gesagt. Ich sagte doch 2-3 Spielreihen. Wir sind doch schon über 2 Stunden dabei. Okay, wir spielen was anderes. Das nervt auch. Was für ein Scheißspiel. Dein Partner hat dich dem Tod überlassen. Du bist da. Das ist der Style, den ich fahre, Rapport. Okay, nee, das ist kacke. Reini, ich finde unseren Stream nicht mehr. Ich kann ihn nicht bei Twitch finden. Wie kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Es gibt anscheinend noch eine Menge Leute, die ihn gucken. Ich kann ja selber mal kurz gucken. Wie heißt der denn? Er heißt Reinhard Remford, wenn ich ihn bei Twitch suche, oder? Ich muss einfach genau nach meinem Profil suchen, Remford, und das sollte reichen. Kanal. Da ist er. Sollte reichen. Läuft noch. Ich sehe ihn. So. Was haben wir denn sonst noch? Komisch. Eine schnelle Runde Nidhogg? Nee, Nidhogg nicht, ist blöd. Komm, lass uns hier You Don't Know Jack spielen. Ja. Ja, du wusstest, gucken. Das ging doch online. Ja, das ging online, richtig. Aber ich muss mal kurz gucken, wie ich das in den Stream bekomme, ordentlich. Twitch hat gerade harte Probleme, schreibt jemand. Ah, okay. Das ist natürlich blöd. Ich kann auch nicht mehr sehen, wie viele Leute uns zuschauen und so. Das ist irgendwie alles flöten. Ja, wahrscheinlich ist Twitch gerade einfach ein bisschen überfordert. Ah, es gibt allgemein Probleme bei Twitch. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist super, wenn wir beiden Wichser mal streamen. Ernsthaft jetzt? Jetzt kackt dieses blöde Twitch ab? Ja, passiert halt manchmal, ne? Oh. So. Aber Reini, das macht ja keinen Sinn, wenn keiner mehr zugucken kann. Ja, das stimmt, das ist halt ein bisschen blöd, ne? So, ich baue hier gerade mal kurz das Browserfenster rein, damit das... Zap. 1000 sind noch dabei. Tada. Das ist nett, aber es tut mir echt leid, dass es jetzt hier nicht funktioniert gerade. So. Ah, und jetzt habe ich das in den falschen... Ist egal. Ist im falschen Overlay, in der falschen Szene, aber man sieht es im Stream oder man sollte es sehen. Spielen wir eine Runde You Don't Know Jack? Ja, machen wir, aber... Okay. Ja? Aber nicht euch. Läuft. Bei mir läuft es prima. Also der Stream toll. Es ist... Tut mir echt leid, Leute. Ja, mein Gott. Halt Twitch-Probleme. Das Ganze kann man sich ja real life später noch auf YouTube angucken. Ist das so? Ja, weil ich nebenbei auch aufnehme und das Ganze dann später bei YouTube hochladen kann. Also natürlich hochwertige dreistündige Unterhaltung, uns beiden Wichser beim Blödrum. Das ist jetzt, warte mal, jetzt muss ich mal kurz hier die Szene wechseln, damit die Leute nicht die ID sehen und uns wieder überrennen. So. So. Warum bist du weg? Ich sehe dein Bild nicht mehr. Dein Bild ist verschwunden. Ah, es ist die falsche Szene. Daran liegt's. Moment. So, da bist du wieder. Hast du mich noch gehört? Nein, ich habe dich auch nicht mehr gehört gerade. Entschuldige. Ich muss dir auf irgendeinem Kanal jetzt die ID zukommen lassen. Und das möglichst, warte mal, ich schreibe dir am besten. Schick mir nur eine WhatsApp, du. Ja, ich bin dabei, du Pissgesicht. Mach mal langsam. So. Okay, 2-9. So. 21 Fragen? Ja, natürlich. Keine Public Session. Du heißt noch Anonymous. Könntest dich noch umbenennen. Dabei.
Und ich kann dich noch nicht auswählen. Ah, Dödelson. Okay, so, dann starte ich das mal. Startet in 5 Sekunden. 3, 2, 1. Ah, jetzt muss ich gucken, wo die... Ich bin unrasiert und unfrisiert, das ist gar nicht so gut. So, kleinen Moment. Und hier ist sie wieder, die Quizshow, bei der Hochkultur und Popkultur aufeinanderprallt. Hallo, ihr zwei Hübschen, herzlich willkommen bei You Don't Know Jack. Auf dass der weniger Unwissende gewinnen möge. Okay, als erstes kriegen Sie ein bisschen Munition von mir. Mit den Nägeln ist das so. Wenn eine Frage gestellt worden ist und Sie glauben, Ihr Nebenmann hat keine Ahnung, wie die Antwort lautet, dann auf ihn, nageln Sie ihn. Drücken Sie zuerst Ihre Taste und dann die Taste N. Damit zwingen Sie ihn, die Frage zu beantworten. Alles klar? Okay, alle Mann bereit? Gekämmt und angeschnallt? Gut, dann kann's ja losgehen. Warte mal, geht das im Fullscreen? Kandidat 2, wie sieht's aus? Hast du das jetzt gewählt? Und die Kategorie wäre, ja. Mit okay. Dem Namen willst du in die Hitparade? Für die richtige Antwort gibt es 2000 Mark. Sound ist so laut, dass ich dich Achtung, kaum noch höre. Gut aufgepasst, ja, jetzt das geht gerade leider nicht anders. Bob Dylan verhält sich zu Robert Allen. Zeigen Sie uns, was Sie drauf... Gerhard Höllerich, sich selbst erschossen. Ich hab mich gerade noch um den Ton gekümmert, du Pisser. Zimmermann und Roy Black hieß eigentlich Gerhard Höllerich. Ich bin so froh. So. Sie sind dran, Kandidat 2. Kann ich dich nicht lauter hören? Das riecht doch nach Blasphemie. Was sagst du? 2000 Mark. Ich höre dich. Unser Angebot für die richtige Antwort. Musst du jetzt mit leben? Hier kommt die Frage. Also fast gar nicht. Im Garten Eden wäre damals ausschließlich Mohn gewachsen. Welche der folgenden Drogen hätten Adam und Eva nicht daraus gewinnen können? Zeigen Sie uns, wo es lang geht. Einmal gedrückt. Darf ich Ihnen eine Grundrechenart vorführen? Das Nein. So blöd. Kandidat 2. Ja, Kandidat 2. Ach stimmt, das ist ja die Coca-Pflanze. Ja, verdammt. Coca-Pflanze gewonnen. War auch gut, dass das nicht gemacht. Wo hätte Adam eine künstliche Nasenscheidewand hernehmen wollen? Warte mal kurz. Kandidat 2, suchen Sie sich eine Kategorie aus. So, jetzt darfst du. Die Frage Nummer 3. Und die Frage läuft unter der Kategorie: Stell dir vor, es ist Krieg und alle gehen hin. Na, das könnte eine harte Nuss sein. 3000 Mark zahlen wir dafür. Okay, bereit? Hier ist die Frage. Angenommen, in den Kriegen dieser Welt würde statt mit militärischen Granaten mit Granaten im kulinarischen Sinn geschossen. Was zischte dann durch die Luft? Sie kennen die Antwort, Kandidat 2? Gekochte rote Beete? Also dann schon lieber echte Granaten. Kandidat 1, das ist Ihre Chance. Komm. Zeigen Sie uns... Granaten sind im Kochjargon warme Pasteten. Und wenn ich so an die Pasteten im Zugrestaurant denke, gäbe es fressen kann er. Ja, fressen geht. Gedämpfte Wusche. Im Chat schreiben auch viel weniger Leute als eben rein, ne? Eine Kategorie. Wie gesagt, Twitch-Probleme. Ja. Die Frage mit Herz. Die Kategorie für diese Frage lautet: Spanner mit wirklich großen Fernrohren. 2000 Mark ist unser Angebot für die richtige Antwort. Stellen Sie sich vor, alle Sternbilder und Himmelskörper hätten tatsächlich das Aussehen ihrer jeweiligen Namensgeber. Also die Fische sehen wirklich aus wie Fische und so weiter und so weiter. Wenn Sie nachts durch Ihr Teleskop den Andromeda-Nebel betrachten würden, wie sähe Andromeda dann aus? Mit Tierleib und Pfeil und Bogen, ein Tablett mit einem Kopf darauf haltend, nackt an einen Fels gekettet oder mitten im Sexakt mit einem Stier? Sie kennen die Antwort, Kandidat 2? Du Pisser! Kandidat 3, Sie hat's erwischt. Zeigen Sie uns, aus welchem Holz Sie geschnitzt sind. Und das ist falsch. Ja, wie deine Oma. Verdammt. Kandidat 2, Ihre Frage.
Feigling. Feigling. Wie ist denn Bielendorfers Twitch-Name? Herr Bielendorfer hat keinen Twitch-Namen. Nein, das ist der Schütze. Ich bin übrigens gerade auf Sie. Dann ist es 2. Ich zeig Ihnen, was ich getippt hätte. Nein, das hätte ich als letztes gedacht. Der Andromeda-Nebel hat daher viele Fans in Sadomaso-Kreisen. Reini? Ja. Reini? Ja! Kannst du dich selber lauter machen? Nein! Unerträglich. Die Kategorie für diese Frage lautet 4-Sterne-Restaurants und Atomphysik. 2000 Merker gibt es für die richtige Antwort. Angenommen, Sie sind ein Molekül und sitzen mit ein paar befreundeten Molekülen in einem Restaurant, das sich auf Atome und Elementarteilchen spezialisiert hat. Oh ja, mein Ding, mein Ding. Was werden Sie nicht auf der Speisekarte des Restaurants finden, weil die Zutaten keine Elementarteilchen sind? Erdbeerquarks, Neutrino-Koteletts, Proteus-Ländchen oder Hadronensuppe? Reinhard! Ja, Kandidat 1. Ja, komm schon! Du Bastard! Drück irgendwas! Hallo, ich drücke doch! Proton-Soufflé werden Sie vielleicht auf der Karte finden, Proteus-Ländchen nicht. Verdammt! Verdammt, du Glückspilz! Da haben Sie sich selbst ins Bein geschossen, Kandidat 1. Der kluge Komm, das war Glück, oder? Das war Glück, oder? Wählen Sie eine Kategorie, Kandidat 2. Frage 6. Die Kategorie diesmal 007. Liebesgrüße vom Alchemisten. 2000 Mark zahlen wir für die richtige Antwort. Oberschurke Goldfinger ist außer sich. Oh ja. In einem Interview behauptet James Bond, Goldfingers Opfer seien nicht mit echtem Gold überzogen, sondern nur mit Katzengold. Er sagt, ein besserer Name für Gold... Ich hab doch gedrückt! Ich hab gedrückt! Das Mineral Pyrit... Zu langsam, wie es aussieht. Hast du gesehen, wie ich gedrückt habe? Nein, habe ich nicht. Kandidat 1, suchen Sie sich eine Kategorie raus. Reinhard, hören uns die Leute auch nicht mehr? Doch, die Leute hören uns. Aber wir hören uns untereinander nicht mehr. Doch, ich höre dich auch wunderbar. Du hörst mich nur wenig. Sie haben jetzt Sendepause, denn für Kandidat 1 das kann ich dir nachher mal erklären. Und hier die Kategorie für diese Sekt- oder Selters-Frage. Monster in der Käsetheke? Achtung, ich lese Ihnen jetzt 7 Namen vor. Und ja, wunderbar, Sie scheinen das Spielchen ja zu kennen. Ups. So, jetzt stellen wir die Uhr auf 30 Sekunden. Und los geht's. Esrom, Monster oder Käse? Biarom. Tarantula. Godzilla. Cambozola. Gorgo. Der letzte, Gorgonzola. 5-mal richtig getippt. Immerhin. Das ist doch durchaus noch im Rahmen. Das war ja wohl einfach. Und die nächste Frage bitte. Kandidat 1, wählen Sie eine Kategorie aus. Genau, was du nimmst. Nein, wirklich? Ja, diese Kategorie trägt den Namen. Machen Sie sich bitte frei, Mr. Brown. Na, das könnte eine harte Nuss sein. 3000 Mark zahlen wir dafür. Du bist so leise oder ich komme bei dir so leise an, weil der Ton, den wir austauschen, über den Browser geht, genau wie das Spiel. Ihnen in die Praxis. Was würden Sie bei ihm vermutlich nicht diagnostizieren? Priapismus, fehlende Finger, einen Hydrocephalus oder krankhaften Haarausfall? Einen Wasserkopf? Haben Sie sich den Jungen mal angesehen? Oh. Kandidat 1, zeigen Sie uns, wo... So ist es. Danke. Ich glaube, es wäre auf die Dauer nicht unbemerkt geblieben, wenn Charlie Brown eine andauernde Erektion hätte. Kandidat 1, wählen Sie eine Kategorie aus. Ist doch bei dir auch keinem aufgefallen. Nummer 9. Das ist, weil die Leute das und für ein Bein halten. Die Spinnen, die Gallier.
Und für die richtige Antwort winken 2000 Merker. Wie wir aus Asterix-Heften wissen, haben die Gallier Angst davor, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Aber wenn in Asterix-Dorf auch ein Gallier wohnen würde, der Angst davor hätte, über Brücken zu gehen, wie könnte der treffenderweise heißen? Autophobix, Phobophobix, Gephyrophobix oder Abulix? Komm schon, du feiger Sack. Nein, der wäre krankhaft entscheidungsschwach. Im Gegensatz zu Ihnen, der sich krankhaft schwach entscheidet. Kandidat? Ja, Kandidat. Die Angst davor, über Brücken zu gehen, heißt Gephyrophobie. Das war auch das Einzige, was noch überblieb. Der Mann hat Glück, dass er in dem kleinen gallischen Dorf wohnt und nicht in Venedig. Okay, Kandidat 2, wählen Sie... Oh ja. Die Kategorie für diese Frage lautet Schlagerstars und schlechte Filmideen. Und für die richtige Antwort winken 2000 Merker. Sie sind soweit, ich bin soweit, dann legen wir doch einfach los. Was? Was ist jetzt los? Jetzt sagt's Waiting for Player. Was? Angenommen, Sie wollen das Leben von Heinche verfilmen, indem Sie seine Biografie in einen Film von Rainer Werner Fassbinder einbauen. Wie könnte Ihr Film heißen? Heinche essen Seele auf. Angst essen Seele auf. Ja, den kenne ich auch. Ich hätte nicht gewusst, dass der von Fassbinder ist. Okay, Runde 1 ist gegessen. Jetzt wartet Runde 2 mit weiteren 10 Fragen. So, jetzt... Okay, Kandidat 2, wählen Sie eine... Wieder was mit Film? Pisser. Klar, mein Ding. Feigling. Die aktuelle Kategorie, immer noch erklären, Tom Cruise warum ich und nicht hören antike kann. Habe ich gerade, hast du nicht gehört. Bei dieser Frage winken 4000 Möpse. Angenommen, Sie haben bei einem Preisausschreiben einen Abend mit Tom Cruise gewonnen und wollen nun nichts unversucht lassen, ihn sich bei dieser Gelegenheit zu angeln. Wenn Sie dazu die Methode anwenden wollen, mit der Kleopatra damals Julius Caesar verführt hat, was sollten Sie dann tun? Zeigen Sie uns! Ihnen graust es auch vor gar nichts, was? Versuch was wert. Kandidat 2, Ihre Frage. Zeigen Sie uns, was Sie drauf haben, Kandidat 2. Sie sollten sich in einen... Ach, ernsthaft? Ja, natürlich. So habe ich meine Frau kennengelernt. Ja, bei deinem Gesicht ist das kein Wunder. Scheiße. Wählen Sie eine Kategorie, Kandidat 2. Was für dich reicht. Und die folgende Frage läuft unter der Kategorie Mutter Natur und männliche Genitalien. Oh. 2000 Mark zahlen wir für die richtige Antwort. Okay, Gehirn einschalten, hier kommt die Frage. Reini, ich hab dich aber mal krass. Was hätte Sokrates vermutlich nicht von seiner Blumenverkäuferin verlangt, weil sich der Name der betreffenden Pflanze aus dem altgriechischen Wort für Hoden ableitet? Zeigen Sie, Orchidee kommt vom griechischen Orchis, gleich Hoden. Dass der Bielendorfer Schwanzfragen beantworten kann, war kein Wunder. Für Sie zwei Orchideen. Aber Herr Sokrates. Reini? Ja? Okay, Kandidat 2. Welche Können Kategorie denn... darf sein? Jetzt funktioniert die Karte. Das ist doch Und hier unsere kann... Kategorie. Ja, Prostitution à la carte. 2000 Merker gibt es für die richtige Antwort. Erinnern Sie sich an den Film Die flambierte Frau? Angenommen, es wird eine Fortsetzung des Films gedreht, diesmal mit dem Titel Die sortierte Frau. Was würde ein Koch erwarten, was mit Titelheldin Gudrun Landgräbe passiert? Sie wird kurz überbrüht, sie wird... Ja, nein, dann wäre sie die blanchierte Frau. Und aufs Überbrühen folgt das Abschrecken. Ha! Kandidat 1, Sie können, wenn Sie wollen. Komm. Halt! Erst den Buchstaben! Zeigen Sie uns! So ist es! Essen! Sortieren nennt man das kurze Braten Essen. Von Speisen in der Pfanne. Jetzt chattet hier gar keiner. Also das ist echt krass, Reini. Das Kandidat ist ja seltsam, Nummer 1, alles. Eine Kategorie bitte! Volltreffer, Kandidat 1! Kandidat 2, Sie haben jetzt Sendepause, denn für Kandidat 1 folgt jetzt eine Runde. Oh, Sekt schon wieder? Und hier die Kategorie für diese Sekt- oder Selters-Frage: Arme Würstchen der Großstadt. Oh, ja, wunderbar. Sie scheinen das Spielchen ja zu kennen. Städter, Würstchen oder so, beides. Jetzt stellen wir die Uhr auf 30 Sekunden.
Und los geht's! Krakauer, Stadtbewohner oder Würstchen oder beides. Pariser. Schübling. Wiener. Debreziner. New Yorker. Dubliner. Und jetzt noch die, die Sie gerade übersprungen haben. Der letzte. Wiener. 6 von 7 richtig. Ernsthaft? Das ist alles andere als 5000 schlecht. 5000 hast du jetzt hergeworfen, Kacke. So, und die nächste Frage, bitte. Wie unfair. Krass. Kandidat 1, suchen Sie sich eine Kategorie raus. Kohle sehen, nichts verstehen. Für dich. Und hier unsere Kategorie. TV-Komiker und politische Katastrophen. 2000 Mark ist unser Angebot für die richtige Antwort. Angenommen, Didi Hallervorden hat das Fernsehen satt und möchte wie damals Ronald Reagan in die Politik wechseln. Wenn Didi Hallervorden jeweils eine Amtszeit lang Bundeskanzler und Bundespräsident ist, wie lange ist er dann insgesamt in... Zeigen Sie uns, was Sie drauf haben, Kandidat 2. Kandidat 1, sie hat's erwischt. Zeigen Sie uns, aus welchem Holz sie geschnitzt. Nein, aber 8 Jahre ist das Alter, in dem man anfängt, Didi Hallervorden senden. Wie lange ist man denn Bundespräsident? Kandidat 2, worauf hatten Sie noch? Ich hätte gedacht, dass beide 4 Jahre sind. Ja. Ach komm. Scheiß drauf. Zeigen Sie uns, was Sie drauf haben, Kandidat 2. 5 Jahre Bundespräsident ergibt. Hat der auch noch Glück, der Arsch. 9 Jahre Amtszeit für Didi Hallervorden. Und dann wird man erst sehen, wie lustig es doch mit Helmut Kohl war. Kandidat 2, suchen Sie sich eine Kategorie aus. Das ist ein geiles Spiel immer noch, ne? Ja, es ist super. Die Kategorie lautet diesmal... Schade, dass es Teil 2 und so nicht mehr gibt. ...fingen die Liebe an. Und da es nicht allzu leicht wird, gibt es 6000 Mark für die richtige Antwort. Sehen Sie sich manchmal an, was hinten auf Ihren Parfümfläschchen draufsteht? Nein, sollten Sie aber. Sie wollen romantisch essen gehen und dazu einen dezenten Duft tragen. Sie haben so... Sie müssen ran, Kandidat 2. Auf Sie ist Verlass. Ach, fuck! Ernsthaft? Mit du Glückssack! Bah, ist das... Naja, es sei denn, der Abend läuft. Zum Glück weiß ich, dass aber du einen kleinen Penis hast. Ich das genommen habe, du Bastard. Ja. Weißt du warum? Weil ich wusste, dass alle drei anderen wahrgenommen werden. Ambra, vom Wal, Tibetkatze und das dritte, vierte wusste ich auch. Bah, bist du ein dummes Stück. Ich bin so gut. Und die Frage läuft unter der Kategorie... Das hat mal eben 12.000 Dings Unterschied gebracht, ne? 2.000 Mark zahlen wir für die richtige Antwort. Okay, Gehirn einschalten, hier kommt die Frage. Stellen Sie sich vor, 4 biblische Bücher treffen sich in der Straßenbahn. Für welches Buch werden die anderen einen Sitzplatz freimachen, weil es das älteste ist? Für das Buch Deuteronomium, für das Johannesevangelium, für die Johannesoffenbarung oder für das Lukas? Das Buch Deuteronomium darf sitzen. Es ist das Einzige aus dem Alten Testament. Aber ich habe gehört, das Deuteronomium hat die anderen die ganze Fahrt über mit Klatschgeschichten über Moses gemacht. Ja, ehrlich? Also ich wusste, dass die letzten... Nein, ich wusste, dass die von Johannes gar nicht, weil das sind die Jüngsten. Lukas wäre direkt dann, also direkt da drunter. Und Deuteronomium klang nach Alten Testament. Smart. Die Kategorie lautet schmissige Worte und Nuklearkrieg. 2000 Mark ist unser Angebot für die richtige Antwort. Okay, bereit? Hier ist die Frage. Das amerikanische Verteidigungsministerium benutzt einen schicken Ausdruck für die Anzahl der Toten bei einem Nuklearkrieg. Welchen? AHD für Acceptable Human Deaths, Megatote, Beamies oder ACC? Beamies wohl kaum, oder? Ja, ACC? Sollten Sie sich mal verschreiben lassen, vielleicht hilft's. Ihre Frage, Kandidat 1. Ey, wenn das Beamies ist, ne, ich lach mich tot. Ich probier's mal. Und das ist, falsch. Ah, schade. Falls es Sie interessiert, ist es AHD? Megatote. Vier Megatote. Ach, stimmt, so wie Megatonnen und so. 4 Millionen Tote, ja, das klingt mega gut. Ja, Megatote, boah, ist auch geil. Megatote. Kandidat 1, suchen Sie sich eine Kategorie raus. Ups.
Und hier die Kategorie. Ja? Voyeurismus und das antike Strafgesetzbuch. Und diesmal sind vier Riesen zu holen. Erinnern Sie sich an die Szene im Film Shining, in der Jack Nicholson in ein Hotelzimmer geht und auf die schöne Frau in der Badewanne trifft? Ich weiß nicht, ich wollte nicht, es war aus Versehen. Scheiße. Kann ich nochmal zurück? Nein, ne? Ich fürchte nicht. Fuck! Gott, ernsthaft? Ja, ey, ernsthaft. Du machst heute dem alten Mann im Strickpulli so viel Ehre, ne? So viel. Oh, Reini. So, und das Schöne ist, das wissen die wenigsten, das wissen die wenigsten, bei den Podcast-Aufnahmen läuft das sehr ähnlich. Das ist ihr wisst gar nicht, wie viel ich leide. Ich bin aus Versehen, vergiss es. Einfach ja, scheiße. Aber weißt du was? Sei mir ehrlich, ich hätte nicht mehr verlieren können. Ja, doch, du hättest noch verlieren können. Reini, also da Twitch ja komplett abgekackt ist, offensichtlich, und wir zumindest keinen Blick mehr darauf haben, dass uns irgendjemand sehen oder hören kann. Ja. Machen wir jetzt wahrscheinlich, ne? Ja, meinetwegen können wir die Segel streichen gerade und lieber die Tage noch mal was spielen. Ich konnte dich gerade, also beziehungsweise ich konnte dich noch ganz okay hören, auch ein bisschen leiser. Du konntest mich leiser hören, weil ich den Sound vom Browser ein bisschen runterziehen musste, damit den Leuten nicht die Ohren platzen. Wir tauschen unseren Ton gerade über den Browser aus, falls dir das nicht bewusst war. Das war mir nicht bewusst und ich konnte leider absolut gar nichts hören. Das war, ja, das ist also, ich habe halt den Ton insgesamt runtergedreht, weil ich dich separat nicht lauter oder leiser machen kann. Du landest halt auf meinem Desktop-Sound. Ah, okay. Und das geht bei Spielen und so geht das, die kann ich einzeln drunter regeln. Ich hätte das mit dem Browser auch machen können, wenn ich einen anderen Browser genommen habe, aber dafür hätte ich das vorbereiten müssen. Und jetzt in der Spontansituation ging das halt nicht. Ihr Lieben, es tut uns leid. Ja. Twitch so abgekackt ist. Reini, haben wir zumindest noch eine Liste von den Leuten, bei denen wir uns bedanken können? Mit etwas Glück läuft die durch, wenn ich die Endcard quasi anmache. Ansonsten kann ich mal hier schnell durchscrollen. Gucken uns echt noch 1000 Leute zu? Ich kann ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also tatsächlich nicht, dass ich den Scheiß so lange so viele Leute angucke. Ja komm, Reini, dann machen wir zum Abschied noch eine Runde Quake Live. Komm, ich fick dich nochmal. Das hat auch vorhin schon nicht funktioniert, mit dem sich gegenseitig finden. Das funktioniert, Reinhard, das funktioniert. Stimmt, das hat vorhin nicht funktioniert. Nee, richtig, das hat vorhin nicht funktioniert. Starte das mal. 524 sind es jetzt, ist mir auch egal. Ich habe noch Lust auf eine Runde. Komm, ich gebe dir noch. Wir gucken, ob das funktioniert und danach ist aber dann auch tatsächlich mal. Warum muss das denn alles so kompliziert sein? Was weiß ich? Du tauchst bei mir bei Steam noch nicht mal mehr auf. Warte mal kurz. Ich muss hier. Das muss weg. Ich muss hier aus meinen vorbereiteten Szenen etwas entfernen. So, jetzt muss ich Quake Live starten. Sag mal was. Dankeschön, dass ihr trotz der Scheiße bei Twitch überhaupt am Start geblieben seid. Das ist echt nett von euch. So. So, Rein, ehrlich, ich bin jetzt playing in einem match. Server. Join Match. Kommst du da rein in meinen? Join Match. Gucken wir mal. Oh, sieht Wenn die Community mitspielen will, das ist ein öffentlicher Server. Also. Welches Team muss ich nehmen? Ist egal. Ich glaube, blau in dem. Du bist blau, oder? Aber das Problem ist, warum startet es denn jetzt bei dir nicht? Warte, ich muss dafür. Weil das mit dem Catch schon leichte Probleme hat bei dem Spiel. Das haben wir aber gleich. Warte. So. Bist du drin? Dann, ja, kleinen Moment. So. Da. Ach, du bist ja da. Dann weiß ich, wo du bist. Da bist du. Jetzt gebe ich dir richtig rein. Endlich ins Spiel, dass ich kann. Komm her.
Mein exzellentes Gunplay sieht man jetzt wieder nicht. Ist das etwa so? Es sind überhaupt keine Waffen und Extras. Oh, ich werde so ein großes Ding hier. Getroffen, der Bastard. Hab dich. Aber ich kann keinen Nix aufladen. Also hier sind keine Items. Oh, man hat keinen Raketenschaden. Achso, wir blöden Wichser spielen übrigens, ohne dass das Match begonnen hat. Achso, ha. Prepare your team. Das ist so dämlich. Oh, Quake, ich bin aber auch echt schlecht hier drin. So, dann brauchen wir mal. Zu schnell und hektisch. Round begins in 3, 2, 1, fight. Bist du Stricher? Komm her. Kannst doch mal sehen, wo ich bin. Ach. Juhu! Ach so, cool, dann fängt jede Runde bei 0 an. Das ist ja cool. Das ist gut. Round begins. 3, 2, 1, fight. Wartet er, aber ich werde rausziehen. Jetzt können wir mal kurz rumstellen hier. Red wins the Verdammt. Round. Verdammt! Perfect! Perfect! Hey, da ist Round begins in 3, 2, 1, fight! So, jetzt spielen wir mit irgendeinem Fremden zusammen. Hörst du mich noch, Reini? Ich höre dich noch, ja. Lustig, der ist rausgeflogen, damit wir 1 und 1 spielen können. Es wird wieder kritisiert, mein Mikro wäre nicht mehr. Das gibt's doch alles. Red wins the round. Wuhu! Ernsthaft? Ernsthaft? Jetzt Round ohne Scheiß, du hast mich gerade zweimal besiegt, three, bei Quake. Two, one, fight. Hörst du mich noch oder bist du konzentriert, deinen Schließmuskel zu aufzuhalten? Ey, die Schande kann ich auch nicht auf mir sitzen lassen, bei aller Liebe nicht. Remy, das hat deine mehr, Frau auch mal gesagt. Round begins in 3, 2, 1, fight! War wenigstens knapp? Knapp? Ich hatte noch 170 übrig, du Lutscher. Round begins in 3, 2, 1, fight! Ah, jetzt hab ich's gemerkt, weil ich's gesagt habe. Der Dopi. Bitte leise, okay. 3, 2, 1, Mann, diese Technik nervt dabei, ey.
Ja, dann kümmere dich mal um ordentliche Technik. Für sowas keine Zeit, Alter. Red wins the round. Gibt's doch nicht. Oh, hier liegt eine Leiche. Round begins in 3, 2, 1. Fight. Pisser. Mein Gott. Round begins in 3, 2, 1, fight. Das ist ein Scheißspiel. Round begins in 3, 2, 1, fight. Das ist der beste Multiplayer-Shooter, der jemals gemacht wurde. Na, Servus. Ich fand Unreal Tournament besser. Reini, du sagst doch nichts mehr. Was ist denn los mit dir eigentlich? Muss ich konzentrieren zu verlieren? Keine Ahnung. Stimmt doch einfach wie man. Das ist einfach nicht mein Spiel. Oh, jetzt klemmer nicht deinen Arsch zusammen. Wann denn? Du hast auch die ganze Zeit gejammert. Ich hab nie gejammert. Ich kann gar nicht jammern. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ob der dumme Sack wieder kommt. Nee. Wo ist er denn? Da ist er. Jetzt bin ich wieder drin. Jetzt. Ach, jetzt atmen geht das Ganze. Round begins in 3, 2, 1. Fight. Wir machen bis 10 rein, okay? Wer zuerst 10? Also ich. Red wins the round. Hey. Revenge. Round begins in 3, 2, 1. Fight. Arschgeburt war meine Lieblingsbeleidigung als ich Teenager war. Die fand ich fast. Was war deine Lieblingsbeleidigung, Reini? Bielendorfer. Weil da schwingt alles mit. Arschgesicht, Pisser, Toter. Round begins. Ich mochte den Namen auch nicht. Ich würde gern anders sein. 2, 1, fight. Jeder durfte sich bei uns in der Englischklasse einen Namen aussuchen. Oh ja, bei uns auch. Boah, war das eine Kacke. Das war so scheiße. Weißt du, wie ich hieß? Peter? Brian McCool. Brian McCool. Wie jämmerlich. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich hieß damals Tom oder so. Ich höre dich hier die ganze Zeit nur stöhnen. Wie hieß du? Ich glaube Tom. Hat die keinen ich weiß Achter? Es aber nicht mehr. Round begins in 3, 2, 1. Einer noch. Fight. Dann hast du es hinter dir. Ja, komm, mach. Sagt deine Frau auch immer.
Das hat Spaß gemacht. Ja, gar nicht. Leute, ich streame schon, Twitch ist schon wieder abgestürzt, zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie bei euch aussieht. Es war sehr, sehr schön heute Abend. Wir werden das wiederholen in den nächsten Tagen und dann auch nicht. Ich werde dem Reinhard erstmal ordentlich eine reinhauen, dass er das technisch alles besser hinkriegt. Weil so ist es schon enttäuschend. Man muss ehrlich sein, ich hatte da mehr von ihm erwartet, er hat nicht abgeliefert. Wir werden dann anderen technischen Dienstleister zu Rate ziehen. Boah, ich hab so das Bedürfnis, dir aufs Maul zu hauen, Bielendorfer. Du hast dich um nichts, weil du dich um exakt nichts gekümmert hast. Also bitte, das ist nicht wahr. Ich habe zum Beispiel den Computer angemacht. Ne? Richtig, richtig, richtig. Du hast den Stock aus dem Arsch gezogen. Genau, da war dein Gesicht drauf gemalt. Ihr Lieben, es war sehr, sehr, sehr schön mit euch. Sorry, dass... warum sagen alle, dass ich leise bin? Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe gar nichts gemacht. Du bist einfach leise. Ich habe alles, was von dir an Sound kommt, hier bis zum Anschlag aufgedreht. Okay. Das liegt an deiner Seite. Ach, du gehst mir auf die Eier. Können wir den Leuten nochmal danken, die gespendet haben? Gespendet, komischer Begriff, ne? Ja, Spenden, das ist steuerrechtlich schwierig, ne? Das ist steuerrechtlich. Wie willst du es denn sonst nennen? Unterstützung. Unterstützung. Wir danken allen, die uns heute unterstützt haben, dass wir weiter diesen Exorbitanten, dass Reinhard sich weiter die Politur für seine Porno-Couch leisten Wir könnten mal gucken, wo wir unsere lieben Zuschauer hinschicken können. Wir können raiden, einen anderen Kanal. Die Frage ist nur, wen? Die ich sonst so kenne, sind gerade alle offline. Was sollen wir? Was? Raiden. Du Gamer. Raiden. Ja, das kenne ich von World of Warcraft, aber ist das jetzt bei Twitch? Raiden ist bei Twitch. Du kannst den Leuten die Möglichkeit geben, geschlossen sich einer Gruppe anzuschließen und in einen anderen Kanal zu springen. So. Echt, sind die Beans gerade online? Gerade mein Kumpel. Ah, nee, das ist nicht mehr. Kutsch, die Rocket. Ja, komm, die Rocket Beans sind online. Dann springen wir dahin. Raid on. Mal gucken, ob ich das auch richtig schreibe. Ist das case-sensitive? Gucken wir mal. So. Da oben. Ihr müsst auf jetzt raiden klicken. Guck mal, wie viel haben wir noch? 500 haben wir gerade noch, ne? Das sind 184, 182. Komm, 180 Zuschauer rüber zu den Rocket Beans und wir machen hier mal langsam. Wie, kannst du die jetzt selber da rüber schieben? Ja, oder? Die haben sich gemeldet, so hier, und die schiebe ich jetzt rüber. Ich kann das Ganze auch nochmal machen und mal gucken. Ich muss mal gucken, wo ich die Zeit einstellen kann. So, und wir springen jetzt alle zu den Rocket Beans. Ach, ihr seid süße Mäuse. Vielen Dank, dass ihr uns zugeguckt habt. Wir haben euch lieb. Tschüss. Macht's gut. Es war eine Freude, also mit euch zumindest. warte mal, ich kann hier noch den Endscreen. Wird dann gezeigt, wer gespendet hat? Ach nee, das war der falsche. Ach. Och, bist du dämlich. Nein, das ist so mittelfalsch. Ja, kommen jetzt die Leute, die gespendet haben, oder nicht? Warte, ich kann mal durchgehen und mal lesen. Das könntest du eigentlich genauso gut tun. Was soll ich denn jetzt lesen? Wer? Ende. Da, thanks genau. For all the... Fish. Die Schriftart ist scheiße. Was für... Bist du der letzte Schwanz, der Comic Sans verwendet? Das ist nicht Comic Sans, du Nulpe. Noch mehr gute Menschen. Ach so, da steht, was Leute gespendet haben. Ja. Hat da jemand 50 Euro gespendet? Ja, ich bin auch ein bisschen baff. Danke schön, lieber Pedder. Ja. Danke. Das ist total nett von dir. Krass. Dankeschön, Pedder, wirklich, ehrlich, dankeschön. So, ich würde sagen, da kommen noch mehr Leute, die gespendet Nein, das haben. Läuft, das nennt man Wiederholung. Das hat Pedder 50 Euro gespendet? Boah, Bielendorfer, ich fahre uns mal langsam runter und raus und dann war's das für heute. Macht's gut.
Dankeschön. Tschüss, ihr Lieben.